Na, erinnert sich noch jemand an die Multi-Challenge? Das ist tatsächlich der Speicherstand dazu. In dem Spiel habe ich, oder in diesem Speicherstand habe ich nur Pokémon Schild mit Giga Dynamax Multi, was man dann geschenkt bekommen hat damals, durchgespielt. Das waren noch Zeiten. Das waren noch sehr gute Zeiten. Gut, herzlich willkommen Welt. Hallo und herzlich willkommen. Wir werden heute viel hoffentlich Dina Raids machen. Einmal ein bisschen Nostalgie auf uns wirken lassen und ich bin gespannt. Bin sehr gespannt, wie lange wir heute streamen werden. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was heute der große X-Faktor ist. Das kann eine Stunde werden, das können zwei Stunden werden, das kann heute bis 24 Uhr gehen. Ich lasse mich da sehr überraschen. So, perfekt. Alles live, alles da. Ich hoffe, es funktioniert auch alles. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Mir wird es doch einfallen, hoffentlich. Genau, das hier. Ich habe tatsächlich heute, ja heute Morgen, ist es gestern angekommen, aber als ich reingegangen bin, habe ich das gar nicht gesehen, ein Paket von einer Zuschauerin bekommen, wobei ich da eher schon Freundin als Zuschauerin sagen würde, aber da sie hier immer wieder zuschaut und auch Mod ist, würde ich auch Zuschauerin zu ihr sagen. Sie hat mir ein kleines Paket gesendet. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich habe sie natürlich direkt drauf angesprochen, wieso zum Henker mir sie ein Paket schickt, so überraschenderweise. Und ich habe sie natürlich auch gefragt, ob ich das im Stream auch machen kann, ob da was drin ist, was nicht im Stream zu zeigen wäre. Und sie hat ja gesagt, heißt also, irgendwann im Laufe des Streams mache ich mein erstes, in diesem Sinne, Zuschauerpaket auf. Ich bin gespannt, was da drin ist. Keine Sorge, Annika, ich habe alles zensiert, was irgendwie privat ist. Wenn da drinnen was Privates ist, dann musst du es mir sagen. Ansonsten, bei meiner Tollpatschigkeit, werde ich da noch irgendwas zeigen. Cool, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt alle eure Spielstände aus Schwert und Schild zurückgezückt. Denn ich habe keine Ahnung, wie man hier online geht. War das nicht hier? So, okay. Dann würde ich sagen, widmen wir uns den Dina Raids. Ihr habt es euch am meisten gewünscht, zumindest in der Umfrage. Und jetzt bin ich gespannt, ob wirklich Leute da Bock drauf haben. Weil wie gesagt, die Spiele sind alt. Aber immer noch relativ beliebt. Also der Pokémon-Schwert-Stream, den ich sehr spontan gemacht habe, der ist zumindest im Livestream echt gut angekommen. Also für alle, die mitmachen wollen, das Passwort wird das hier sein. 5589-5412. Ja. Das wird heute interessant. 5589-5412. Los geht's. Dina Raids oder Dina Abenteuer? Ah, gut, das heißt Abenteuer, ne? Jetzt habe ich die ganze Zeit überall Dina Raids geschrieben. Warte mal, dann passe ich das im Titel an, nicht, dass die Leute was anderes erwarten. Für mich sind das alles Raids. Für mich ist das ehrlich gesagt sogar alles das Gleiche, wenn du mich fragst, aber gut, dass du das sagst, dann werde ich den Titel anpassen. Wenn das schon jemand bemängelt, dann wird es wahrscheinlich mehrere Leute geben, die das auch anders sehen. Aber ich meine, wenn es da oben links auch steht, über der Facecam, dann wird es schon richtig sein. Mal ein bisschen lauter hier machen. Dr. Buho, by the way, danke schön für deine Kanalmitgliedschaft und Coco, danke dir auch. So. Hallo Chris, wie geht's dir? Ich darf als erstes wählen. Das ist eine absolute Ehre und wir haben die Auswahl zwischen Flamara, Krebutak und Flunschlick. Krebutak ist immer so ein übelst underratedes Pokémon, aber mit dem Moveset braucht man es erst gar nicht versuchen zu spielen. Ich glaube tatsächlich, dass ich hier auf Flunschlick zurückgreife. So lange nicht mehr dieses Pokémon gesehen. Hallo Lil Urge. Dass du nicht mitmachen kannst, weiß ich. Das hast du beim letzten Mal mindestens 20 Mal in den Chat geschrieben. Und dich dann über irgendwelche Shinies beschwert, beziehungsweise die du nicht bekommen kannst. Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Komm wegen Raids und jetzt gemerkt, dass du eigentlich Abenteuer spielst. Tut mir leid. Also für mich ist das das Gleiche.
Ende des Tages können wir auch Raids machen. Ein paar. Für alle, die eben nicht das DLC haben. Ich bin da relativ frei, aber ich denke mal, ich werde ein paar Abenteuer erst machen und dann die Raids. Das sollte jetzt auch nicht das Ende der Welt sein. Wenn ich den Fehler gemacht habe, dann kann ich den ja halbwegs wieder ausbügeln damit. Aber für mich sind das auch Raids. Am Ende des Tages machst du ja 1:1 das gleiche wie in einem Raid. Nur ist das halt jetzt miteinander verbunden. Ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Geist, 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 Geist. Oh, ist scheißegal, wo wir irgendwie gehen. Ich werde versuchen mitzumachen. Das klingt auch gut. Das klingt auch gut. Ich habe auch ein bisschen was an den Einstellungen geändert. Also wenn es bei jemandem von euch ruckelt, dann gerne Bescheid geben. Ich habe aber tatsächlich auch heute gegen 17 Uhr hat Shady Penguin beispielsweise gestreamt und dort habe ich auch reingeguckt. Dort hat es bei mir auch geleckt. Also ich glaube eher, dass es YouTube ist, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Wieso sind wir überhaupt zu Boden gegangen? Ich habe einen Stahlboden-Pokémon. Das ist so ziemlich das Schlechteste, was hätte passieren können. Haben wir irgendwas Spezielles, das angreift? Ja, wenn der H2O Absorber hat, haben wir ein fettes Problem. Wer hat sich für Morlord entschieden? Hallo? Guten Morgen, das klingt ziemlich falsch, ehrlich gesagt. Ich sehe neue RGB-Leuchten im Hintergrund. Die sind nicht neu, die waren schon immer da. Ich habe sie nur nie angemacht. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann könnt ihr Streams vor einem halben Jahr, wenn nicht sogar länger, zurückgucken. Dort werden diese zwei schwarzen Dinge immer noch stehen. Ich habe sie einfach nie angemacht. Ja, das meinte ich. Frischling ist nicht unbedingt das beste Pokémon für diesen Raid. Ich glaube, wenn ich Metallsaut einsetze, bringe ich den meisten Value. Von mir etwas laut. Alles klar. Ziehen wir das Ganze ein bisschen runter. Die Diener-Raids sind super laut. Ich glaube, die Diener-Raids sind immer das lauteste von allem gewesen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich aufnehmen musste. Immer wenn Diener maximiert wurde, musste ich das, wenn ich ein Video gemacht habe, genau diesen Part des Videos runterdrehen auf 1-2 Dezibel, weil sonst einfach alles überschattet hätte. Willst du die Thementeam-Idee von mir umsetzen? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe so viele Ideen oder Thementeam, die ich definitiv umsetze. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da, 100%. Aber ich habe gerade so viele Ideen, die will ich erst umsetzen, weil ich die Teams wortwörtlich schon in der Box habe. Das heißt, für mich macht das jetzt keinen Sinn, plötzlich eine Idee, außer die ist wirklich absolut brillant, umzusetzen. So. Habe ich Metallsaut durchbekommen oder was passiert hier? Oh, perfekte Verwirrung. Frustventil, beziehungsweise Diener Dunkel. Ach, mehr Schaden als gedacht. Ist eigentlich auch ziemlich schlau, weil das hängt auf den Spezialverteidigungswert, oder wie war das damals? Ja, perfekt. Jetzt bin ich mit Metallsaut. Morlord hat -3 Spezialverteidigung. Wenn jetzt niemand von denen speziell angreift, war das alles useless. Dann war das richtig blöd. Ja, Toxin ist in Ordnung, vor allem weil ich Stahl bin. Das Schlechteste, was er hätte einsetzen können. Feldimpuls ist auch so eine interessante Attacke, aber niemand nutzt die Felder so wirklich. Hallo Georg, hallo Fossi, wie geht's euch beiden? Sehr gut. Ich glaube, ich nehme sogar Morlord mit. Ja, ich glaube, ich nehme es mit. Also das ist nicht normal, dass es so laut ist, sondern das ist einfach nur, weil das bei den Diener-Raids so laut ist. Das ist einfach im Spiel. Also wenn ihr selbst das spielt, dann könnt ihr es auch beobachten. Wenn ihr irgendwo in der Welt rumläuft, dann ist die Spielmusik relativ normal, so wie ihr es kennt. Sobald irgendein Pokémon Diener maximiert, ist das Spiel auf einmal 3 Millionen Dezibel lauter. Wobei, das ist ein sehr schlechtes Moveset. Ich verstehe, wieso es nicht mich wirklich treffen konnte. Ich glaube, ich muss es aber nehmen, weil ich einfach nur die Hälfte meiner KP noch habe. Damit ich nicht draufgehe und ein Herz verliere. Was war das nochmal? Geist. Okay, dann müssen wir Unlicht nehmen.
Prospect. Was ist das für ein Pokémon? Kann ich gar nicht erkennen. What the heck? What? Ihr seid einer Forscherin begegnet. Eure Pokémon sind bestimmt erschöpft. Ich könnte euch eins von ihnen gegen ein neues Leih-Pokémon tauschen. Also, ja, okay, dann nehme ich es. Perfekt, was gebe ich? Mamfaxo, ich sag's euch. Oh, okay, nehme ich. Elfan ist Fun. Einer von euch muss aber nur gleich dieses Unlicht-Pokémon nehmen, das ich immer noch nicht identifizieren konnte. Frag mich, was es ist. Magnein? Gab's Magnein in Schwert und Schild? Nee. Oh ja, den gab's ja auch noch. Alter, dieses Pokémon habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Den habe ich ja richtig vergessen. Den Swiper. Alter, dieses Pokémon ist ja... Oh, wow, Knuddler. Was ist das denn für ein Moveset? Wer hat sich das hier ausgedacht? Ja, müssen wir knuddeln. Ich habe ja voll vergessen, dass dieses Pokémon existiert. Kleptifuchs und Gaunux. So wie die Umfrage auch aussieht, die aktuell auf meinem Community-Tab läuft. Wenn ihr die noch nicht gemacht habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Einfach auf meinen Kanal klicken und dann seht ihr schon den Tab Community draufklicken. Dann seht ihr die Umfrage. Werde ich wahrscheinlich ab Montag eine Challenge in Pokémon Schwert starten. Die Challenge wird sein, dass ich kein Pokémon Center benutzen darf, beziehungsweise heilende Person ansprechen darf. Natürlich, also heilende Personen sind sowas wie meine Mutter. Ich glaube, immer wenn man zur Mutter geht, dann heilt sie ein. Ja, das ist schlecht. Aber gut, ich gehe mich direkt. Das wird tatsächlich eine recht schwierige Challenge. Ich darf zwar 6 Pokémon im Team haben und alles andere benutzen, außer ich überlege noch, ob ich getragene Items verwende, weil ich finde den taktischen Mehrwert, den es bringt, eigentlich ganz interessant, weil ich damit Überresten arbeiten kann. Und da ich nicht heilen kann, wäre das dann interessant, aber muss ich mir noch überlegen. Vergiftungen und Paralysen wirken dann entsprechend doppelt so viel, wenn ich keine Beeren und so weiter habe. Heißt also, das wird sehr, sehr interessant. Das Einzige, was ich nicht beeinflussen kann, ist beispielsweise, ich glaube, es gibt ein paar Kämpfe nach Hopp beispielsweise, wo ich nicht beeinflussen kann, dass er mein Team nicht heilt. Das wird dann leider so sein. Da müssen wir die Ausnahme machen, weil das Spiel es anders technisch nicht hergibt. Aber ich bin gespannt. Ich habe tatsächlich sehr viel Bock auf... Ich habe noch nie ohne Pokémon Center ein Pokémon-Spiel durchgespielt. Das wäre auch mein erstes Mal. Bin ein bisschen traurig, dass die Porygon gewonnen hat in der Umfrage. Beziehungsweise sie läuft noch, aber es ist sehr unrealistisch bei über 1000 Stimmen, dass da noch irgendwas anderes kommt. Aber mal gucken. Du unterschätzt, dass die Probleme kommen nicht durch KP, sondern durch AP. Nee, das unterschätze ich, glaube ich, nicht, weil ich immer wieder neue Pokémon fangen kann. Ich glaube, dass dadurch, dass ich immer neue Pokémon fangen kann, ich werde konstant unterlevelt sein, beziehungsweise, wenn es gut läuft, nicht underlevelt sein, aber es wird interessant. Es wird sehr, sehr interessant. Ich gehe mal auf Energieball. Kann ich daneben gehen wie Knuller? Mir gefällt das gelbe Licht am meisten. Also nicht dieses Gelbe, sondern dieses Orange-Gelbe. Das Grüne wirkt so off. Das Blaue auch. Ich fang's mal sicherheitshalber, falls es gleich niemand verwendet. Das orangene, gelbe Licht, wenn das im Hintergrund läuft, das kommt voll cool. Ja, dieses hier. Weiß nicht wieso, aber mir gefällt das am meisten. Ich kenne es halt nur in den älteren Versionen, wo du durch den Pokécenter-Verbot auch nicht durch Pokéboxen greifen kannst. Gut, das ist ein Schwert und Schild halt anders, ne? Wenn Chris es will, dann gebe ich ihm das. Ah, er hat eigentlich schon ein Unlicht-Pokémon, aber ist auch okay. So, dann würde ich sagen, nehmen wir Flug, oder? Gift, Flug ist beides Kacke für Elfern. Ist das geringere Übel. Ich kann auch dieses Pokémon nicht identifizieren. Wenn ich schätzen müsste, ist das ein Mantax. Ist das ein Mantax? Solche Disco-Lichter hätte ich auch gerne. Das sind eigentlich keine Disco-Lichter. Ich habe
Also die Dinger stehen da schon wirklich seit über einem halben Jahr, wenn nicht sogar länger. Also ich könnte mir sogar vorstellen, oh, das ist Xavi. Die stehen da, es könnte auch sein, dass sie da schon ein Jahr stehen. Ihr müsst mal zurückblicken auf Videos, die ein Jahr sind oder Streams und da hinten hingucken. Wenn da so schwarze Dinger stehen, dann waren die das. Die waren halt nie an. Das ist das erste Mal, dass sie irgendwo an sind im Stream. Die sonst auch an. Weil wenn diese Lichter hier aus sind für die Kamera, kommt das sehr geil rüber mit den Lichtern. Ich glaube, bis jetzt Knuddlein hat mehr Base Damage als Orkan. Die Frage ist nur, ob ich mehr Angriff oder mehr Spezialangriff. Okay. Das wird geknuddelt. Hallo Gebundene, wie geht's dir? Wenn das mit der Pokémon Center Challenge gut ankommt, dann können wir das natürlich auch in einem älteren Teil machen. Das wird nicht das Problem sein, wo dann Pokécenter Verbot auch mit dem Boxen mit beinhaltet. Aber dadurch, wie gesagt, dass ein Schwert und Schild die Box mobil ist, so wie in jedem modernen Pokémon-Spiel, wird das definitiv ein Feature sein, das ich nutzen werde. Ich meine, ich darf einfach nicht ins Pokécenter gehen. Das ist die einzige Prämisse. Außer für, weil Pokémon Center und Pokémon Supermarkt ja mittlerweile zusammengehören. Für Items und so weiter und so fort. Ich muss da Items kaufen gehen. Ansonsten brauche ich die Challenge, glaube ich, nicht machen. Ansonsten hätte ich nicht genügend Ressourcen, keine Pokebälle und so weiter und so fort. Frage ist, verliert man auch, das ist einer der ersten Dinge, die ich herausfinden muss, verliert man durch Diener Raids AP? Weil das wäre dann ein richtig guter Weg zu trainieren, ohne AP zu verlieren, für einen Arena-Kampf oder so. Da es regnet, können wir jetzt Orkan einsetzen. Danke, Georg. Vielen, vielen Dank. Und für die Trainerkarte. Ich glaube, die kommen auch ganz gut im Stream an. Challenges, meinst du? Wieso gibt er jedem Wankelmut? Das ist weird. Man wird sogar für jeden Raid geheilt? Das weiß ich nicht, ob das stimmt. Wenn das stimmt, dann werde ich Raids wahrscheinlich außen vor lassen. Du levelst doch nicht in Diener Raids. Ja, nicht direkt, aber du bekommst ja EP-Bonbons. Du bekommst ja EP-Bonbons. Ich fang mal Xatu. Einfach, falls das niemand verwendet, weiß ich nicht, ob ich das spielen würde. Weil ich habe keine Ahnung, was Geist sein könnte für ein legendäres Pokémon. Wahrscheinlich Necrozma, oder Necrozma sage ich schon, Lunala. Ist irgendein anderes Geist, legendäres Pokémon? Marshadow kann es ja nicht sein. Mysteriös. Ah, es hat aber auch echt Kackattacken, ey. ich weiß nicht, ob ich doch lieber da bleibe. Wankelstrahl ist eigentlich cool, wenn man es auf den... Nee, machen wir nicht. Komm, achso, du meinst die Lichter. Okay. Auch gut. Expertengurt wird mir nichts bringen, da es nur aktiviert wird, wenn ich eine sehr effektive Attacke habe. Und ich gehe mal davon aus, wenn es ein Geist-Pokémon ist, dass ich und Lunala ist, habe ich keine sehr effektive Attacke. Entsprechend brauche ich keinen Expertengurt. Citrobert ist das Beste. Ich könnte auch Fehlschlagschutz benutzen, aber Elfern ist schon schnell genug. Weil wenn die Attacke daneben geht, würde ich plus 2 Initiative bekommen. Es müsste ja eigentlich Lunala sein, oder? Gibt es ein anderes Geist-Pokémon, das mir jetzt auf die Schnelle nicht einfällt? Oh, es könnte Giratina sein. Boah, Giratina wäre natürlich richtig gut für mich. Oh, ja, die gibt's ja auch noch. Ich glaube, ich hätte zu Xatu wechseln müssen. Der einzige Vorteil ist, dass dieses Pokémon sehr fragil ist. Heißt also, wenn Aquana und Gaunux und Pandra einmal draufhauen können, müsste es weg sein. Heißt also, ich muss nur irgendwie überleben. Und das tue ich am besten mit einer Dina-Maximierung. Dina-Abenteuer nur mit Konfusstrahl, let's go. Denk dran, in Dina-Abenteuer gibt es eine erhöhte Shiny-Chance. Ja, aber Shinies interessiert mich ehrlich gesagt so gar nicht.
Ich könnte euch fast an einer Hand abzählen, maximal an zwei Händen, welche Shinies mich wirklich interessieren. Wobei, es werden wahrscheinlich mehr sein, alleine wegen den Paradox-Pokémon, aber ohne die Paradox-Pokémon da richtig zuzuzählen, sind es wirklich so wenige Shinies, die ich wirklich interessant finde. Aber ich schätze, ich kann alle fangen für euch. Wenn ich jetzt finde, dann kann ich es euch schenken. Ich denke da nur taktisch dran. Also nämlich fange ich das Pokémon, weil ich es verwenden will. Fange ich das Pokémon, weil einer meiner Teammates vielleicht nicht daran denkt und dann das Pokémon doch gut ist. Ich denke da überhaupt nicht an Shinies oder sowas. Hoffentlich reicht das. Okay, krass, der hat eine Runde überlebt. Das hätte ich nicht gedacht, wenn alle mit sehr effektiven Attacken angreifen. Aber nee, diese Runde sollten wir schneller sein wegen Dynadüse, also. Xatu bringt ihn mit seiner Geistschwäche genauso wenig. Na, Xatu ist aber mehr tanky. Und hat Konfu-Strahl. Du verpasst die Chance Konfu-Strahl. Oder du unterschätzt Konfu-Strahl. Vergesse die Existenz von Koplo. Was ist denn los? Wer hat denn so scheiß Internet, dass wir hier jetzt eine Minute warten müssen? Wupa? Was sagt deine Switch hier gerade? Okay, irgendjemand hat richtig schlechtes Internet. Holy. Holy moly. Ja, dadurch, dass ich zweimal Dynadüse eingesetzt habe, müssten alle Pokémon eigentlich schneller sein als Koplosion von dort aus. Das ist ein easy game, easy life. Wir fangen Koplosio. Keine Ahnung, wie es in Shiny aussieht. Wobei, ist nicht so dunkelblau. Und Banana gibt sein Bestes. Perfekt. Gibt es denn irgendwelche Event-Raids noch in Schwert und Schild? Machen die das? Also so im Sinne von, dass sie die Events gelassen haben? Wahrscheinlich nicht, ne? Immerhin Shiny Xatu. Also ob das Xatu jetzt wirklich Shiny war. Echt jetzt? Ah, du laberst. Okay. Das wäre zu witzig gewesen. Nee, ich glaube nicht. Oder ist... Nee, das ist kein Shiny Xatu. Sieht doch anders aus, oder? Koplosius ist so ein witziges Pokémon. Oh, extrem stark. Also Geist und Feuer ist eine richtig gute Typenkombination, offensiv gesehen. Da kann man einiges mit anstellen. Gellokrog war auch nie wirklich schlecht und Skelabra ebenfalls nicht. Also man muss es... Die Probleme sind bei denen eher die Statuswerte. Wobei bei Gellokrog eher weniger, aber... Skelabra mehr. Als Skelabra noch Wegsperre hatte, war es... sehr nervig, sagen wir es mal so. So, jeder darf mitmachen, auch die Leute, die gerade dazugekommen sind. Ich werde versuchen, auf die Namen zu achten und dann, wenn die zu häufig dabei sind, darum zu bitten, mal 1, 2, 3 Runden auszusetzen. Damit wir die Lobby so schnell wie möglich voll bekommen. 4, 4, 5, 3, 3, 6, 5, 8. Oben rechts seht ihr das Passwort immer. Oh, scheiße, jetzt habe ich auch so den auf Abbrechen gedrückt. Damit, tut mir leid, ich habe einmal zu viel A gedrückt. Machen wir ein neues Passwort. 1452547. Mitspieler suchen und jetzt nicht zu schnell nochmal A drücken. Schnell den Controller weglegen, bevor mir irgendwas passiert. Lol. Wo er überhaupt laden konnte, war schon jemand drin. Ich glaube, den Namen habe ich noch gar nicht gesehen. Wer ist denn Pikmin? Bob Kelso ist auch wieder dabei. Perfekt. Grubs ist eine sehr gute Serie. Ich bin Pikmin. Perfekt, perfekt. Na, guck mal. Für Wooper nehmen wir Gorgantis. Ich würde mich interessieren, hat Wooper auch versucht reinzukommen? Weil das wäre sehr krass, weil Wooper ist in solchen Dingen echt gut. Also er weiß einfach genau das Timing einzuschätzen, um in solche Lobbys zu kommen. Bei Zuschauerkämpfen, bei Dina Raids, egal wo, er hat es immer
mit als erstes geschafft. Ich weiß nicht wie, aber er kann es einfach. Das sind so viele Pokémon auch, die ich so lange nicht mehr gesehen habe. Einfach mal Hydragiel. Drache, Normal, Stahlgestein, Käfer, Elektro. Das könnte Voltrians sein. Wir haben keine Bodenoption hier. Wir können Richtung Pflanze gehen. Das wäre die beste Resistenz zusammen mit Drache, die wir hier haben. Und wir nehmen dann zumindest ein NPC oben rechts hinten mit, wenn wir Gift mitnehmen. Ich glaube, das ist gut. Dragonier würde ich auch gerne mitnehmen. Wobei, ich habe schon Boden. Ich sollte definitiv nichts mitnehmen. Da müssen dann Bob Kelze und Pikmin drüber nachdenken. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ihr ein Shiny Ho-Oh findet. Das würde mich brechen. Weißt du was? Wenn ich ein Shiny Ho-Oh finde, dann werde ich sie schenken. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist so ultimativ gering. Erstmal muss im Raid Ho-Oh kommen. Dann muss das Shiny sein und dann muss... Ja, okay, das sind eigentlich die einzigen Bedingungen, aber das ist, glaube ich, auch schon ziemlich viel. Haben wir physische Pokémon hier bei mir? Bei uns? Ja, sieht physisch aus. Ich finde das so ultimativ irritierend, dass ich nicht R... Also ich drücke R, aber Dynamax aktiviert sich nicht. Bei Terrakristallisierung drückst du R und dann aktiviert sich das auch. Also, dass sie das damals nicht gemacht haben. Wait, what? Power Punch hat als Dina Faust 100 Basisstärke. Krass. Das ist eine Menge. Das ist eine echt hohe Menge. Weil Dina Faust war immer die schlechteste von der Basisstärke her Dina-Attacke. Nahkampf beispielsweise hatte nur 80, glaube ich, Base Damage. Das Power Punch 100 hat, ist echt krass. Seite ist gut. Nächste Runde macht sogar mehr Schaden. Ich denke mal, Dragoni wird speziell angreifen. Ach, in 25 Minuten auch mit. Sehr gut. Da sind wir auch noch live, hoffentlich. Du behältst das Gigantis. Wenn du das abgibst, werde ich traurig. Fordere mich nicht heraus. Der Giftschwall ist auch so schwach. Genau, also diese offensiven Boosts und Dina-Maximierungen waren immer schwächer. Reicht diese Runde schon? Oh, Pferdestärke. Ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit Pferdestärke sehr häufig daneben geht. Ich habe Showdown gespielt gestern und da ist es irgendwie dreimal daneben gegangen in, weiß ich nicht, 20 Kämpfen oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das waren. Das ist erstaunlich häufig daneben gegangen für eine Attacke mit 95 Genauigkeit. Als ob irgendwo plötzlich so ein Schalter umgelegt wurde für diese Attacke. Ich habe gerade mein Schild gesucht, aber Schwert gefunden. First World Problems. Einfach mal eingefroren. Perfekt. Gehen wir auf Dino-Spuk. Ist auch egal. Wir werden es jetzt rausnocken. Nahkampf müssen 90 gehabt haben. Das kann auch sein. Weiß ich nicht. Das ist zu lange her mit Schwert und Schild. Ich bin auch drüber, drauf und drüber, einen Rangkampf zu machen hier. Ist schon sehr viel Lust, aber ich glaube, heute zügle ich mich. Wir nehmen es mal mit, damit ihr nicht meckert, dass ich meine Shinies hier umgehe. Beziehungsweise, das wäre sehr ärgerlich, wenn ich das Pokémon nicht fange und im Chat plötzlich steht, oh, das ist ein Shiny. Lalala, lalala. Schuppenschuss gab es schon damals, damn. Damals gab es schon Schuppenschuss, das hat wirklich kein Mensch gespielt. Mittlerweile spielen es ja ein, zwei Pokémon. Hier und da mal wieder.
In der Global Challenge musste ich auch gegen ein Dragoran ja ran, das schon einen Schuss hatte. Ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Also man kann es mitnehmen. Also ich werde es nicht mitnehmen, weil ich ein Boden-Pokémon habe, aber... kann es mitnehmen. So ärgerlich, das ist die einzige Attacke, die ich, also die Bodenattacke, die ich auf meinen Gigantes habe, die sehr effektiv gegen das Elektro-Pokémon wäre. Eine spezielle Attacke ist, die nicht von meiner Fähigkeit Eisenfaust geboostet wird. Ich überlege die ganze Zeit, worüber ich reden kann. Mir fällt nichts ein. Ich bin unkreativ. Viel zu unkreativ. Oh, guck mal, wer hier ist. Das Spaghetti-Monster. Dieses Mal mit den roten Adidas-Schuhen. Sieht so cool aus. Weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, so ein Pokémon zu designen, aber ich finde es absolut awesome, dass es existiert. So, wir gehen hier auf... Wir könnten Power Punch riskieren, aber Power Punch hat 150 Basisstärke, was insane viel ist. Finsterfaust hat 60 plus 50% Steps, bist du bei 90. Also Power Punch ist deutlich stärker. Das Risiko ist bei Power Punch nur, dass wenn Tangela mich diese Runde trifft, ich Power Punch verliere und keinen Schaden gemacht habe. Oder das Risiko gehen wir mal ein. Wir sind nur noch zu dritt. Echt? Vielleicht sollte ich auch die Facecam verschieben, oder was sagt ihr? Da oben stehen immer die Namen der Trainer. Ich glaube, das wäre mal was, was ich machen könnte. Ich bin gewaltrum. Tut mir leid, das musste sein. So, warte, ich muss mal gleich gucken. Boah, ist voll ungewohnt, dass ich da unten bin. So tief unten platziert. Muss mal gleich gucken, wo das hinkommt. Nicht angreifen, nein! Voll, wie viel KP ich habe. Hat viel zu viel Spaß mit so einer Kacke. Ah, oh, das hat mir getan. Müsste ich eigentlich nur bei meiner Kamera reinzoomen, das würde noch witziger sein, aber dafür müsste ich... Oh, scheiße, der hat mich angegriffen. Das ist jetzt unlucky. Das ist jetzt blöd gelaufen. Wobei, hätte auch, also, da Dina Flo oder so ausgereicht hat, jetzt keinen Unterschied gemacht, hat ich Finsterfaust eingesetzt. Die Runde dauert extrem lange. Also, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wieso in Kamezin und Purpur plötzlich alle gleichzeitig spielen können, ohne dass man auf den Input der anderen Leute wartet, weil man genau diese Wartezeiten vermeiden wollte. Aber tatsächlich finde ich das so besser als in Kamezin und Purpur. So. Wo platziere ich die hin? Macht hier Sinn? Ich glaube schon. Naja, macht schon Sinn. So, ich feuere euch an. Deine anspornenden Zurufe heilen die Gegner, die nicht die gegnerischen, das wäre ein bisschen kacke. Befreundeten Pokémon. Oh, tatsächlich, was ich am Anfang des Intros vergessen habe, das war das, was ich vergessen habe. Ich wünsche jeder Frau, die gerade hier zuguckt oder zugucken sollte im späteren Verlauf, also als Bot, wenn der Stream vorbei ist und man sich das Video angucken kann, aller selbstverständlich einen schönen Weltfrauentag. Auf dass ihr einen schönen Tag hattet. Oder noch haben wir. Da ist irgendwie verkackt. Kann man den Code eingeben, um nächstes Mal mitzuspielen. Ich zeig's dir gleich, wenn wir fertig sind. Ich probiere es wieder mit Power Punch. Was ist der? Was soll der Geiz? Ich meine, wenn Tangela mich angreift, bin ich so oder so raus. Also macht's keinen Unterschied. Zur Pflanzenattacke einsetzen. Wahrscheinlich hat's davon 4 Stück oder so. Oh, man macht einen auf Choreo, okay.
Hab sogar Blumen bekommen. Sehr gut. Sehr fair. Bei uns ist tatsächlich der Frauentag, also bei uns in der Familie, sag ich mal. Ich glaube aber, dass es tatsächlich in vielen russischen Haushalten so ist, dass der Frauentag sehr wichtig. Also mein Vater, ich würde sagen, für ihn war der Weltfrauentag ein Stückchen weit wichtiger. Also ich habe das Gefühl, dass er dann besonders freundlich und nett gegenüber meiner Mutter war, als an ihrem Geburtstag beispielsweise. Da war er natürlich auch, ne, so wie man besonders nett zu jedem an seinem Geburtstag ist oder ihrem Geburtstag. Aber an Weltfrauentag war das immer ein bisschen anders. Hatte ich immer das Gefühl, dass mein Vater extra nett war. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber deswegen ist der Frauentag zumindest dadurch, wie ich aufgewachsen bin, auch das einen anderen Stellenwert. Was macht man denn am Frauentag? Nichts. Also ich weiß, dass es bei uns in der Familie so ist. Es ist an sich einfach nur ein Tag wie jeder andere. Also wenn du nichts machst, dann wenn du, also technisch gesehen ist Weihnachten ja auch nichts. Da ist ja, also wenn du an Weihnachten nichts machst, ist es auch kein besonderer Tag. Also wenn du nichts aus diesem Tag machst, der offiziell dafür bestimmt wurde, ist es auch nur ein Tag wie jeder andere. Genauso auch Silvester, also bloß weil es der letzte Tag im Jahr ist. Oh, Witzwasser. Eins ist nicht, dass es irgendwas Besonderes ist. Nur in unserem Haushalt, ich weiß jetzt beispielsweise, dass mein Vater und meine Mutter gerade essen sind. Ich meine, die sind beim Griechen. Also, mein Vater führt dann immer meine Mutter an diesem Tag zum Essen aus. Ich meine aber, dass das dieses Mal oder die letzten Male so war, dass meine Tante immer mitgekommen ist, also die Schwester meiner Mutter und meine Oma. Oder ich glaube, das ist so, seitdem mein Opa von uns gegangen ist, leider. Rest in Peace. Und an dieser Stelle natürlich auch Ruhe und Frieden, Akira Toriyama. Eine nicht mehr lebende Legende. Definitiv ein Mensch, der meine Kindheit geprägt hat mit Dragon Ball. 100%. Sehr, sehr prägender Mann. Auch wenn man nur sagen kann, auch wenn man sagen kann, er hat einfach nur Animes und Mangas gemacht. Er hat ja nicht nur Dragon Ball gemacht, sondern auch sowas wie Dragon Quest und ein paar Videospiele hat er ja auch gemacht. Oder die Direktion dazu. Sehr, sehr, meiner Meinung nach, bedeutend wichtiger Mann. Ich finde, also Storytelling war Akira Toriyama jetzt, ich sag mal, nicht der Beste, glaube ich. Also ich habe nicht zu viele Animes geguckt, als dass ich das wüsste, aber als Künstler, als Visionär eines Animes war er der Beste, meiner Meinung nach. Da würde ich sogar meine Hand für hinlegen. Brandsand macht sehr wenig Schaden, aber ich krieg die Verbrennung, sehr gut. Meine Schwester hat am Weltfrauentag Geburtstag, das weiß ich tatsächlich sogar. Doppelte Nettigkeit dann. Ich weiß nicht, ob das negiert wird, weil du ja auch eine Frau bist und dann das ausnegiert wird und dann wieder nur eine einfache Nettigkeit ist. Aber herzlichen Glückwunsch. Alles Gute an deine Schwester. Kannst du ausrichten. Finsterfaust ist besser. Hallo Desiree, wie geht's dir? Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr seid gut angekommen. Käfermon ist Kastellit. Klingt zwar nichts, ist aber cool, alles klar. Lass es dir schmecken, Cooper. Sehr gut für uns aus. Das sah es aber ultra tanky. Wie man den Pilz eben kennt. Frauen dürfen und sollten sich auch gegenseitig unterstützen. Nee, Menschen sollten und dürfen sich gegenseitig unterstützen. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun.
Aber selbstverständlich, also bloß weil es diesen einen Tag gibt, das ist das gleiche Prinzip wie beim Valentinstag oder bei Weihnachten. Das ist alles das gleiche. Also Weihnachten feiert man ja nicht wegen dem religiösen Grund mittlerweile mehr oder die meisten zumindest nicht mehr, sondern einfach, weil das Fest ist, wo die Familien zusammenkommen und man zusammen feiert. Das ist ja, also das ist, so wie ich das kenne von den meisten, mittlerweile der Grund, wieso man Weihnachten feiert. Das ist dieses Fest, wo die ganze Familie zusammenkommt an einem der Tage oder an allen drei Tagen oder so. Und das ist ja auch etwas, was man im besten Fall mehrfach macht und nicht nur an Weihnachten, wenn ihr versteht, was ich meine. Also selbstverständlich ist das so, dass Frauen 365, 366 Tage im Jahr sich gegenseitig unterstützen sollten. Genauso auch Männer und genauso auch alle untereinander. Das ist nur dafür, dass es nur einen Tag gibt, der daran nochmal erinnert, finde ich gut. Ich finde gut, dass es sowas gibt, der nochmal an solche Kleinigkeiten erinnert, weil sowas schnell im Alltag untergehen kann. Wir leben in einer Zeit, wo alles zack, 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 zack und weg ist es und dann hast du es schon wieder vergessen. Dass es dann eben genau solche Tage gibt, wo teilweise das sogar genauso ausgelegt ist, weil wie gesagt, da wo meine Eltern herkommen, ist der Weltfrauentag nochmal von einer anderen Bedeutung und deswegen nimmt mein Vater das, ich sag mal in Anführungsstrichen, ernster als wahrscheinlich 99% von euch hier. Dadurch kenne ich das eben auch so. Aber am Ende des Tages sollte man immer jeden Menschen, jede Frau, jedes Geschlecht, wie auch immer, respektieren und wertschätzen und unterstützen. Also kann ich deine Aussage nicht nachvollziehen. Boah, irgendwo stimme ich ja deine Aussage auch gleichzeitig wieder zu, aber schwieriges Thema. Aber eigentlich ist es auch wiederum ein einfaches Thema. Es gibt ja eigentlich nur eine richtige Antwort. Dann booste ich den Spezialverteidigungswert und ab dafür. Urien Blitz sieht aber seltsam aus. Diese eine Strähne geht mir die ganze Zeit auf den Sack hier. Diese. Was ist los mit der? So, perfekt. Moin Matthias, wie geht's dir? Ich wünsche dir auch einen schönen guten Abend. Wenn es hier nicht hingehört, weiß ich, dass du Dragon Ball liebst. Ja, ich hab's auch gerade gesagt. Dass Akira Toriyama am 1. März gestorben ist. Sehr, sehr sad. 68 Jahre ist der geworden. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich morgen... Ich wollte es eigentlich... Also, passender wäre es heute gewesen, aber ich habe heute Dina Raids versprochen, also werde ich Dina Raids machen. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich morgen Abend auch ungefähr um diese Zeit, 19, 20 Uhr irgendwo... mein erstes Dragon Ball Spiel spiele, in Ehren zu, ja, dem Mann, der ein Anime, ein Franchise ins Leben gerufen hat, das mich als Kind und bis heute noch, also als Kind geprägt und bis heute noch verfolgt, habe ich überlegt, tatsächlich Dragon Ball Budokai 2 auszupacken. Das war mein erstes Dragon Ball Spiel, für die PlayStation 2 damals. Weiß noch nicht, also weiß nicht, wie viele hätten dann tatsächlich Interesse daran, das zu schauen. Ich werde das gesamte Spiel durchspielen, weil das hat nicht viel. Das hat die Saiyajin-Saga, das hat die Android-Saga, Cell-Saga und natürlich die Buu-Saga. Also, da hält sich in Grenzen und das Spiel ist jetzt... also ich rede nicht von Tenkaichi Budokai 2, ich rede von Budokai 2. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil Tenkaichi Budokai 2 ist ein ganz anderes Spiel und deutlich, deutlich ausgefleischter. Budokai 2 war super simpel, auch kein 3D, also es war 2,5D in diesem Sinne. Das wäre das erste Mal, dass ich Dragon Ball bringe, beziehungsweise das zweite Mal, wenn man diese ROM-Hack nicht dazu zählt. Passend zum Tag, die Gohan-Gedenkenslog, mir geht dieses eine Haar oder diese eine Strähne voll auf den Sack. Die Elvis-Locke.
Den Hintergrund mit den Lichtern ist voll cool. Ja, das ist schon, wie gesagt, das ist da schon seit, ich könnte mir gut vorstellen, dass es da schon seit über einem Jahr ist. Ich habe es nur halt nie im Stream angemacht. Weiß nicht, was mich heute dazu bewegt hat. Kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Kann es euch auch im Groß zeigen, wenn ihr wollt. Das müsste das sein. Ist das besser? Also, die Lichter waren da hundertprozentig vorher. Also, ich habe die jetzt nicht extra gekauft, beziehungsweise... ich weiß nie, wieso ich die nicht angemacht habe. Eigentlich bin ich kein großer Fan von solchen Zeug, aber... Dadurch, dass ich jetzt eine neue Linse habe, will ich tatsächlich dieses Regal ein bisschen besser ausstatten. Also da ist viel Pokémon-Zeug drin, auch wenn es jetzt ziemlich dunkel ist und ihr nicht davon viel seht. Wenn ich das jetzt richtig beleuchte und so weiter und so fort, dann könnte der Hintergrund ein bisschen interessanter aussehen, weil jetzt habe ich ja, wie gesagt, die Linse, die das nicht allzu blurry hinten macht. Und tatsächlich würde ich gerne zumindest es probieren, mit Fotografie anzufangen. Ich mache das schon auf der Arbeit, auch mit Drohnen und so weiter und so fort. Ich habe mir vorgenommen, das mal auch in echt, also für mich als Hobby zu probieren, mit der Kamera, die ich quasi als Facecam benutze. Ich sollte es fangen, ne? Ich überlege die ganze Zeit, soll ich es fangen oder soll ich es nicht fangen? Das ist für alle, die sich fragen, was für eine Kamera ich besitze, das ist ein Sony Alpha 7C. Nicht 7C 2. Die 7C 2 ist, glaube ich, vor ein paar Monaten rausgekommen, das neuere Modell. Ich habe das ältere. Die Linse kann ich euch nicht sagen, wie die heißt, diese so komplizierte Name. Ja, Toastin. War interessant, dich gestern im Voice zu hören, nur um gesagt zu bekommen, wieso bist du nicht im anderen Voice, dann ich dich rübergescheucht habe. Kann man beitreten, das zeige ich gleich. Habe ich nicht vergessen, keine Sorge. Keine Shinies. Weiter geht's. Was denkst du von Pokémon Z Alpha? Ich habe einen Community-Beitrag geschrieben, der über 10.000 Worte geht. Ein bisschen weniger, 9.974 oder so. Also, wenn du das lesen willst, kannst du gerne da. Ansonsten kann ich im Stream darüber reden. Glaube ich ganz gut, dann hätte ich was zum Reden. Markusia, du bist der Geilste. Ist immer wieder interessant, dass du so in den Chat startest. Genau, für alle, die mitmachen wollen, ihr müsst erstmal Y drücken und gucken, ob ihr oben rechts eine Online-Verbindung hergestellt habt. Sprich, ihr müsst Plus gedrückt haben und dann eine Online-Verbindung herstellen, also so wie man es kennt. Wenn ihr eine Online-Verbindung habt, dann müsst ihr hier in diese Höhle rein. Die Höhle befindet sich, ich zeige es euch auf der Karte. Dann könnt ihr es nicht übersehen. Ja, perfekt, jetzt bin ich rausgeflogen. Nintendo Server at its finest. Wie gehe ich nochmal in die Karte rein? Ah, hier. Okay. Hier befindet sich die Höhle. Das Dina Riesennest. Hier geht ihr dann rein. Und dann sprecht ihr gleich mit dieser Dame da, dieser Wissenschaftlerin. Wie gesagt, ihr braucht eine Internetverbindung. Das ist ja logisch. Aus welchen Gründen? Sollen wir die Linse einfach Lieselotte nennen? Finde ich gut. Und ihr braucht das DLC. Ja, genau. Also, ich denke mal, das klärt sich von alleine. Wenn die den Punkt auf der Karte suchen und dann plötzlich nichts finden, dann wird das ja das DLC sein. Dann sprecht ihr einfach mit dieser Dame hier, wie gesagt. Ihr müsst am besten, egal, Hauptsache Pokémon wählen, weil ich das auch wähle. Dann werdet ihr speichern müssen und dann werdet ihr in diesem Bildschirm kommen. Und im Bildschirm unten, wenn ihr jetzt sucht, müsst ihr Plus drücken und dann könnt ihr ein Passwort eingeben. Dann gebt ihr das Passwort ein, das ich im Stream zeige und gleich oben rechts steht. Genau, jetzt habe ich aus Versehen einmal zu viel A wieder gedrückt. Ihr müsst das Passwort eingeben und dann Mitspieler suchen drücken. Und dann, wenn ihr Glück habt, schnell genug seid, kommt ihr rein. Das Passwort wird dieses Mal 2545-8745. Genau, oben rechts steht's und dann klickt ihr auf Mitspieler suchen und dann kommt ihr in die Lobby rein. Naja, zu Legenden Z Alpha. Ich werde es Legenden Z Alpha nennen.
Es würde nirgendwo offiziell bestätigt und ich kann mir vorstellen, dass es dann noch anders heißt, aber wenn ihr, Vincent, moin, wenn ihr den Legenden, Pokémon-Legenden ZA, Z-A, Z-A, wie ihr es nennen möchtet, Trailer auf einem offiziellen Nintendo-Kanal guckt, auf YouTube hier, sei es der deutsche, sei es der französische, spanische oder wo sonst auch, dann und dann die Tags des YouTube-Videos anguckt, die Keywords, dann werdet ihr, Moment, ich muss mal kurz ein Pokémon nehmen, ich glaube, ich nehme mal Relikant, das gibt sich in Karmesin und Purpur, dann werdet ihr sehen, dass dort einer dieser Keywords, einer dieser Tags für dieses Video Pokémon Z-Alpha ist. Was für mich bedeutet, dass da, wo es geleakt wurde, was wahrscheinlich noch nicht geleakt wurden durfte, und der Name dieses Spiels oder das A-Alpha bedeutet, und deswegen nenne ich Pokémon Legenden Z-Alpha. So werde ich es die ganze Zeit nennen, bis nicht offiziell was anderes kommt. Ich gehe ja davon aus, dass ungefähr im April mehr zu dem Spiel released wird, beziehungsweise gezeigt wird, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das Spiel sowohl für die Switch als auch für die nächste Generation der Nintendo-Konsolen rauskommt. Wir gehen mal nach links, I guess. Genau, also ich gehe mal davon aus, dass im April zusammen mit der Nintendo Direct was kommt. Also die nächste Nintendo Direct. Bisher gab es ja nur eine und das war mehr ein Partner-Showcase. Das heißt, es gab in diesem Jahr, wir sind schon im März, noch keine Nintendo Direct von Nintendo selbst. Was schon sehr fishy ist, ehrlich gesagt. Und das zeigt schon für mich so ein bisschen, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass wir da eine neue Konsole bekommen, dass sie da nur noch auf, weiß ich nicht, ein bestimmtes Datum oder so warten. Interessant ist auch, dass in 2 Tagen 10. März ist und jeder Nintendo-Fan weiß, was der 10. März bedeutet. Und zwar ist das Mario Day und ich glaube tatsächlich, dass dort dieses, wie heißt nochmal das, was schon angekündigt wurde? Paper Mario. Ich weiß gerade nicht, wie der Teil heißt. Irgendein Paper Mario wird da, glaube ich, nochmal vorgestellt. Ich glaube, das haben die aber auch schon offiziell gesagt, dass das zu Mario irgendwas kommt. Also zu 10. März. Das ist ein Sonntag. Ich weiß jetzt nicht, ob die das Sonntag wirklich veröffentlichen, weil eigentlich ist es ja immer ein vorproduziertes Video, aber ich lasse mich überraschen. Wie gesagt, am Sonntag kommt das. Und das DLC zu Karmesin und Purpur wurde auch in der Nintendo Direct vorgestellt. Also der Schatz von Zone 0. Das war auch keine Pokémon Präsenz, wo es vorgestellt wurde. Das heißt, dass da was vorgestellt wird von Pokémon, ist sehr, sehr realistisch, dass es da kommt. Also kann auch nicht sein. Ich weiß nicht, ich versuche hier nur irgendwas zusammenzureimen, was ich denke. Das ist alles natürlich Vermutungen. Es könnte durchaus sein, dass wir dann mehr erfahren im April und von dort aus dann weitergucken. Ich glaube, da, also der Trailer, den die in der Pokémon Präsenz gezeigt haben, der hat halt ultra wenig gezeigt. Also, was können wir durch den Trailer erfahren? Wir erfahren, dass es eine Stadt ist. Ja, das war es so mehr oder weniger. Dass Mega-Entwicklungen kommen und dass das Kalos ist, beziehungsweise das gesamte Spiel in Illumina City spielt. Was cool ist, mir gefällt das sehr, sehr gut. Das Einzige, womit ich ein Problem habe, ist, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, wie sie die Pokémon da einbinden wollen. Weil, wie gesagt, normalerweise waren Städte immer Kampfverbotszonen, wo du nicht fangen, beziehungsweise teilweise sogar nicht mal deine Pokémon rausholen konntest. Das Karmesin und Purpur jetzt anders, aber du kannst ja auch nicht kämpfen. Und es gibt ja Szenen auch noch in Karmesin und Purpur, wo dann beispielsweise der Direktor oder so rauskommt und dann rumflucht, wieso kämpfst du hier auf einem Schulplatz oder sowas. Also bin gespannt, wie die das damit einbinden. Was ich mir vorstellen kann, wenn ich jetzt einfach mal komplett in die Trickkiste greife und meine Fantasie freien Lauf lasse, könnte ich mir vorstellen, dass es so ablaufen wird, dass Cigarde direkt am Anfang Illumina City zerstört. Ich weiß jetzt nicht, ob das wahrscheinlich so ein hochfuturistisches oder irgendwie das Illumina City, das wir aus X und Y kennen, oder irgendwie diese Stadt zerstört.
Oder irgendeine andere Bedrohung. Ich könnte mir jetzt so Zigarre vorstellen. Oder die ultimative Waffe aus X und Y. Und wenn wir Geist gehen. Nee, nehmen wir lieber Boden. Und wir dann Illumina City wieder neu aufbauen müssen. Also, dass irgendwas am Anfang dieses Spiels passiert, dass Illumina City nicht mehr das Illumina City ist, wie wir es im Trailer gesehen haben, sondern dass das der Plan ist, wie wir es dann aufbauen. Das wäre meine Vermutung, wenn ich irgendwas mitschätzen müsste. Also, dass, wie gesagt, dass am Anfang irgendwie so ein Illumina City gezeigt wird und dann ganz am Anfang des Spiels plötzlich alles in Schutt und Asche gelegt wird oder irgendwie sehr viel zerstört wird und dann neu aufgebaut werden muss. Und genau das wird dann der Teil des Spiels sein. Und weil da steht immer so offen, so oft und explizit, einen Wohnraum bzw. einen Lebensraum zu schaffen für Pokémon und Menschen. Aber das wäre jetzt nur eine Schätzung von mir. Starter-Pokémon kann ich überhaupt nicht sagen. Also meine Schätzung ist einfach weil ich die Pokémon mag, Flamly, Bisasab und Plinfa. Die einzige, wo ich tatsächlich wirklich glaube, dass es ein Starter sein wird, ist Plinfa, weil Plinfas letzte Entwicklung, Empoleon, klingt schon sehr französisch und ist auch französisch hergeleitet. Aber auch selbst das ist eine Vermutung. Können da alles machen, die können auch einfach die Kalos-Starter nehmen. Flinklaue werde ich definitiv nicht nehmen. Und das Spiel heißt ja Legenden Z Alpha. Legenden bedeutet ja eigentlich, dass das Spiel in der Vergangenheit spielt oder wie einer Legende hinterherlaufen, weil eine Legende kann nicht in der Zukunft stattfinden. Das ist unlogisch, das ist nicht die Definition einer Legende. Das heißt, entweder müssen wir irgendwas in der Vergangenheit erforschen oder irgendwas ist in der Vergangenheit passiert, das gerade die Gegenwart beeinflusst, oder es ist wie eben Legenden Arceus, dass wir mehr oder weniger die Legende gerade erleben. Eins von den beiden wird sein, was bedeutet, dass es eigentlich nicht die Zukunft sein kann. Das macht keinen Sinn. Außer es gibt Zeitreisen. Das wäre cool. Zeitreisen bin ich großer Fan von. Aber da ist zu wenig im Trailer gezeigt worden, als dass man realistisch irgendwas sagen kann. Also wirklich, das ist absolut, absolut unrealistisch. Alles, was ihr irgendwie seht oder hört, stimmt definitiv nicht. Ich habe auch gesehen, und das finde ich eine absolute Frechheit, es wurde von einem sehr, sehr talentierten Pokémon-Spieler tatsächlich so ein Screenshot gemacht, wo er sich mehr oder weniger vorgestellt hat, wie Pokémon Legenden Z Alpha aussieht. Und dann hat er einen Einalt-Trainer genommen und dann mehr oder weniger alles modelliert. So ein Screenshot von der Stadt, wie das dann aussehen könnte, mit Hub und Interface und so weiter und so fort. Und er hat explizit dazu geschrieben, dass das ein Fanmade-Ding ist und er sich das so wünschen würde. Diesen Screenshot findet ihr bestimmt irgendwo. Wie gesagt, ist der Einal-Trainer-Anzug und dann ist da so eine graue Stadt im Hintergrund und so weiter und so fort. Beziehungsweise nur die Gebäude, soweit ist das nicht ausgezoomt. Und plötzlich nehmen die Leute das als wortwörtlichen Leak, als ob das irgendwo geleakt wurde von Game Freak. Obwohl er in seinem Post, wo er das veröffentlicht hat, mehr oder weniger, also auffälliger hätte man das nicht schreiben können, geschrieben hat, ey, das ist einfach nur das, was ich gemacht habe, so könnte ich es mir vorstellen, könnte es aussehen. Die Leute natürlich alle sofort, zack, das ist definitiv ein Leak, das müsst ihr glauben, so wird es aussehen. Das ist so schade, also das Internet kann einen ganz schnell kaputt machen, beziehungsweise falsche Erwartungen setzen. Auch selbst das habe ich ja im Community-Beitrag kurz angeschnitten. Aber ja, also ich habe tatsächlich viele Hoffnungen. Ich hoffe, das Spiel so lange verzögert wird, bis das auch wirklich fertig ist. Und meine Hoffnung, was die Mega-Entwicklung angeht, weil das einfach ein Fan-Favorite ist, ist einfach nur, dass Mega-Entwicklungen auch wirklich ein vernünftiger Teil des Spiels sind und nicht einfach wie in Let's Go Evoli und Pikachu. Sie sind da, aber wirklich machen kannst du mit denen so nicht so richtig. Weil wenn Kämpfen kein hoher Aspekt in diesem Spiel sein wird, dann weiß ich nicht, wozu Mega-Entwicklungen da noch drin sind, weil Mega-Entwicklungen sind eine Kampfmechanik und wenn Kämpfe da nicht den Hauptaspekt spielen, vor allem keine Online-Kämpfe, oh, da ist ein Polygon da, dann kannst du das, also dann kann die Mega-Entwicklung auch gleich da bleiben, wo sie auch war in den letzten 6 Jahren, glaube ich.
Ich nehme mal nicht das Pokémon. Ich bin aber auch noch der festen Überzeugung, dass dieses Jahr irgendwas noch kommt. Also sei es ein DLC für Karmesin und Purpur oder ein Remake zu Schwarz und Weiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dieses Jahr einfach so gleiten lassen. Wahrscheinlich dann von ILCA, so wie die Entwickler von Leuchtende Perle und Strahlender Diamant. Oder heißt es Strahlende Perle? Nee, Leuchtende Perle und Strahlender Diamant. Ich glaube, die kündigen das auch einfach später an. Einfach so random irgendwann. Was auch Sinn ergeben würde, wenn ich drüber nachdenke, weil wenn die das jetzt ankündigen, dass Pokémon Schwarz und Weiß oder sei es auch ein anderes Spiel, Johto oder so, ein Remake bekommt und die alle sehen, das ist von ILCA und die ILCA hat ja für die Remakes der vierten Generation ordentlich verkackt, für die meisten, dann würde der Shitstorm so krass groß sein, dass es den Hype von Pokémon Legenden Z-Alpha genommen hätte. Und deswegen kann ich verstehen, dass sie nur Z-Alpha vorgestellt haben und dann gesagt haben, zack, weg. Was mich auch ein bisschen wundert ist, die Präsenz ging jetzt, glaube ich, 12 Minuten ungefähr, 13 Minuten vielleicht. Der Hauptteil der Präsenz war tatsächlich dieses Pokémon Trading Card Game Collectors Ding, wo man die ganze Zeit Booster Packs aufmachen hat sehen. Das ist verwunderlich tatsächlich. Also, das bedeutet, die legen da extrem viel Wert drauf. Was mich ein bisschen irritiert, aber bin gespannt, was sie daraus machen. Wenn die da so viel Wert drauf legen, dann muss das Spiel ja hoffentlich gut sein. Muss ja, glaube ich, noch dieses Jahr rauskommen, ne? Das ist das einzige Pokémon-Spiel, das dieses Jahr rauskommt. Das ist unrealistisch. Auch wenn es für mich in absoluten Ordnung wäre, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Sehe ich nicht. Also, bin gespannt, was dann im Herbst bzw. Frühwinter kommt. Gibt ja jetzt eine Theorie, dass zum Beispiel Mega Fuegro kommt, hoffe aber, dass nie es kommen wird. Worauf basiert die Theorie, dass Mega Fuegro kommt? Bisher habe ich das immer nur als Memes und Witz gelesen, weil Fuegro halt so ein wichtiges Pokémon für VGC ist. Ich würde gerne mal die Theorie dahinter lesen, dass Fuegro eine Mega-Entwicklung bekommt. Also eine Theorie, die auch wirklich Argumente hat und nicht einfach nur, weil es witzig ist. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Jetzt ein Shiny Polygon finden, dann stehe ich auf und streame nackt weiter. Die Endlos-Diener-Abenteuer nur mit Polygon wäre doch mal was. Ich kann nicht das Pokémon bestimmen. Ich bekomme ja immer random Pokémon. Ja, das Polygon hätte man aber nehmen können. Der Flug, dieses legendäre Pokémon, das ist ein Flug-Pokémon. Da jetzt Eisstrahl Donnerblitz zu nehmen, ist jetzt nicht so schlecht. Terra Wasser einfach mal so zwischendurch. Finde ich gut. Ich habe hier tatsächlich mir eine ganze Flasche Multivitaminsaft gemacht. Wie Glick hat er mal was auf Instagram hochgeladen, warum es vielleicht ein Mega-Insin geben könnte in Z-Alpha. Ja, Wolfie Glick, ich glaube, der macht das tatsächlich für die Aufrufe und ich finde das sehr, sehr cool. Also, er weiß, also er macht das, wie ein richtiger Influencer das macht. Er weiß, die Leute machen sich gerade drüber lustig, dass Mega Fuegro passieren könnte und er nimmt diesen Hype einfach mit und deswegen ist dieses Video entstanden. Es ist nicht entstanden, also ich habe es nicht geguckt, aber wenn ich es mir angucke, ist da hundertprozentig kein legitimes Argument dabei. Außer vielleicht, weil Fuegro so beliebt ist, wird es eine Mega-Entwicklung bekommen. Wenn das dein einziges Argument ist, dann nee, das wird nicht reichen. Ich glaube, der hat einfach nur den Hype mitgenommen, so wie ein guter Influencer das macht. Den Trend mitnehmen, die Trends einfach nachgehen und ein Trend war eben, dass Mega-Entwicklungen gerade in aller Munde sind, weil sie eben zurückkommen in einem modernen Spiel. Und er dann einfach die Chance gesehen hat, sich auch darüber lustig zu machen. Und das passt auch zu seiner Persönlichkeit, dass er da auch so ein kleiner Troll ist. Ich glaube nicht, dass Mega Incineroar kommt.
Beziehungsweise man kann es halt noch nicht jetzt sagen, weil du hast keine Möglichkeiten, das gerade, also da wurde wortwörtlich nur das Symbol von Mega-Entwicklung gezeigt. Also es wurde nicht mal gesagt, dass es neue Mega-Entwicklungen gibt. Das kann ja auch sein, dass sie einfach nur die alten lassen. Also das ist so viele Möglichkeiten. Also die Leute haben einfach alle angenommen, ich selbst auch, dass neue Mega-Entwicklungen dazukommen. Aber es kann ja sein, dass gar keine dazukommen einfach. Dass alles so bleibt. Was auch interessant wäre, weil in Legenden Arceus war es ja so, dass du viel craften musstest. Du musstest dir ja wortwörtlich deine Bälle zusammen craften. Du konntest sie zwar auch kaufen, soweit ich das noch in Erinnerung habe, aber ich glaube, du musstest ja deine Bälle zusammen craften, indem du durch die Landschaft quasi geritten oder gelaufen bist und dort deine Materialien zusammengesucht hast. Das wäre auch interessant tatsächlich, wenn man irgendwie den Megastein oder andere Items zusammensuchen müsste. Dass sie nicht einfach so random rumliegen und so ein Funkeln irgendwo auf der Map ist, sondern dass tatsächlich dieser Megastein erst passiert, wenn man, weiß ich nicht, 100 Simsalas oder so besiegt hat. Ja, coole Sache. Ich bin gespannt, was sie überhaupt aus Legenden Arceus übernehmen. Das Fangsystem wäre cool, wenn man einfach Ball wirft und das Pokémon drinnen bleibt, ohne in den Kampf zu kommen. Man muss Burmi die Materialien für Pokébälle klauen. Ja, ja. Fast zu gut. Burmi, dieser Ganove. So. Das ist, glaube ich, kein Shiny. Das ist, glaube ich, auch kein Shiny. Porygon ist auch kein Shiny. Wir bleiben angezogen und ich glaube, das ist auch kein Shiny. Für noch Xerneas und Yveltal eine Megaform bekommen, wie Dialga und Palkia neue Form. Könnte sein, aber wie gesagt, also, solange nicht eine neue Mega-Entwicklung gezeigt wird in einem Trailer oder irgendwie anders, würde ich sagen, dass noch keine Mega-Entwicklung neue dazu kommt. Es klingt halt sehr vernünftig und logisch, aber da es nicht bestätigt ist, kann man das noch nicht wirklich sagen. Ich habe auch Shorts, also YouTube Shorts, die ich veröffentlichen möchte, wo ich über potenzielle Mega-Entwicklung rede. Ich habe ja schon Zedraking im letzten Stream mehr oder weniger in Anführungsstrichen vorgestellt. Aber da gibt es die Möglichkeit, dass auch einfach keine neuen dazukommen. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn neue dazukommen sollten, dann werden sie auch in zukünftigen Spielen gespielt werden, weil ein neues Design mit neuen Fähigkeiten, neuen Statuswerten zu machen, nur um dann in einem Spiel zu sein, klingt schon sehr unrealistisch. Also dann müsste das in zukünftigen Spielen dazukommen. Vor allem, weil das so ein krasser Fan-Favorite ist, Mega-Entwicklung. Also es gibt nichts an Features, das so gut ankam wie die Mega-Entwicklung an sich. Also das kann eigentlich nur noch sein, dass Mega-Entwicklung uns jetzt für die nächsten Generationen mit befasst. 8547, 8589 für alle, die mitmachen wollen. Das wäre auch mal eine interessante Frage. Wie viele Generationen, glaubt ihr, wird es noch geben? Wie viele Pokémon-Generationen? Also eine, ich glaube, dass es eine 10. Generation geben wird. Ich glaube, darauf können wir uns fast alle einigen. Glaubt ihr, es wird noch eine 11., 12., 13., 14. geben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, dass nach der 10. Ende im Gelände ist. Ja, alles so weirde Pokémon. Nehmen wir mal Knogger. Knogger ist noch cool. Die werden das noch Jahrzehnte ausmerken. Pokémon druckt Geld. Ich weiß, ich habe nicht das... Also... Ich habe nicht das Gefühl, dass da noch viele Generationen auf uns warten. Beim nächsten Mal machst du mit Vincent. Das schaffst du. Pikmin und Coco waren so ohnehin schon häufiger dabei. Was war das jetzt für ein Typ? Psycho, okay. Dann gehen wir links lang, oder? Naja, links und dann doppelt Unlicht mitnehmen.
Klingt vernünftig. Wir haben auch zwei Boden-Pokémon gegen das Stahl-Pokémon. Leider lösen sie mit der Mega-Entwicklung höchstwahrscheinlich die Terra-Kristallisierung wieder ab. Das könnte sein, ja. Zwei, also es gab auch Z-Kristalle und Mega-Entwicklung in einem Spiel. Also kann auch Terra-Kristallisierung und Mega-Entwicklung in einem Spiel geben. Ich finde, die beiden Kampfmechaniken harmonisieren schon irgendwo miteinander. Weil das eine grenzt das andere nicht aus. Aber kann durchaus sein, dass sie mit Mega-Entwicklung bringen werden. Kann wirklich sein. Der Grund, wieso ich glaube, dass nicht mehr so viele Generationen Pokémon auf uns zukommen, ist... machen wir mal so. Nee, jetzt Schluss. Ist simpel gesagt, ehrlich gesagt, einfach nur, weil ich nicht weiß, wie sie immer wieder neue Pokémon designen sollen. Also irgendwo ist doch irgendwann das Limit erreicht. Wir sind aktuell bei 1024 Pokémon. Das müsst ihr euch einfach mal durch den Kopf gehen lassen. 1024. Ich habe angefangen, da gab es 151. Das ist so viel mehr geworden. Also irgendwann ist das Limit ja erreicht und dann muss das quasi zurückgeschraubt werden. Also ich meine, ab der 8. Generation, also schon vorher, aber so richtig ab der 8. Generation haben die ja gemerkt, scheiße, wir haben viel zu viele Pokémon, wir kriegen die alle nicht in ein Spiel runter. Und damit gab es dann den Dexit in Pokémon Schwert und Schild, was wir gerade spielen. Also da wurde der Punkt selbst bei Game Freak erreicht, wo gesagt wurde, okay, tut mir leid, aber wir können nicht alles in ein Spiel bringen, das ist zu viel. Wir haben zu viele Pokémon. Das heißt, mit jeder Generation kommen ja so Riesenschwung an Pokémon dazu. Irgendwann ist doch zu viel des Guten, oder sehe ich das falsch? Weil irgendwann platzt doch also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es über 2000 Pokémon geben wird. Über 1000 Pokémon hättet ihr mich als Kind gefragt, hätte ich durchaus gesagt, ja okay, kann ich mir vorstellen. Aber 2000, das ist 2000 ist insane. 2000 ist absoluter Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie sie das, also wo die Reise endet, dass es zu viele Pokémon wären. Weil sie fangen ja mittlerweile auch schon an, Pokémon zu neu designen. Alola Sandama oder sowas. Das ist ja eigentlich, oder die Paradox-Pokémon, das sind ja eigentlich alte Pokémon, die einfach nur ein bisschen anders aussehen. Also, die kommen, also man merkt, die kommen an ihre eigenen Grenzen irgendwo, ja. Also, das kann nicht sein, dass so viele Generationen noch auf uns warten. Was ich mir aber vorstellen kann ist, und deswegen war, glaube ich, Legenden Arceus so ein wichtiges Spiel für Pokémon, dass sie einfach alte Pokémon-Spiele nehmen und einfach neu designen. Also beispielsweise, man hat nie so wirklich Arceus gesehen. Also man wusste, wer Arceus ist, wenn man den Film geguckt hat. Man wusste von Arceus durch Erzählungen, aber man hat nie wirklich verstanden, was oder wer ist Arceus. Und durch Legenden Arceus ist das klar geworden. Und ich glaube, darin liegt tatsächlich die Zukunft von Pokémon, dass man alles, was man hat, einfach wiederverwertet und wiederverwertet, aber in einem anderen Stil. Sei es jetzt so ein Legenden-Arceus-Stil oder was auch immer uns in Legenden Z-Alpha erwartet. Das könnte durchaus anders aussehen als Legenden-Arceus. Und dann einfach nur 20 neue Pokémon hinzufügen und nicht gleich 80 oder 100 oder wie viel auch immer. Das wird nicht lange gut gehen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das sind zu viele einfach mittlerweile. Wenn man dann nur 20 alle 3-4 Jahre hinzufügt, ist das noch realistisch. Aber alle 3-4 Jahre 80 neue Pokémon dazu, plus minus 20, eher plus, schon zu krass, finde ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so lange weitergeht, wirklich nicht. Also ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, das ist jetzt hier nicht so eine Aussage im Sinne von, das muss jetzt so passieren, aber... wäre schon krass, also das sind über 1000 Pokémon, also das ist insane. Und wenn die aufhören, Generationen in diesem Rhythmus, wie sie es jetzt machen, zu produzieren, das gibt dann die Möglichkeit, dass ein Spiel rauskommt, wo alle Pokémon drin sind. Bestenfalls dann ein Spiel, das Wert darauf legt, viel in Competitive gebalanced zu sein. Aber ja.
Ich kann mir wirklich, also nach der 10. Generation alles wäre tatsächlich für mich sehr verwunderlich an Generation. Eventuell gibt es einen Restart, wie in Comics oder so. Der Restart ist ja schon irgendwo passiert mit Schwert und Schild und Karosserie-Pokémon. Du hast ja nicht alle Pokémon in dem Spiel, du bekommst nur immer wieder welche dazu. Das ist ja schon fast ein Restart, weil du nicht alles spielen kannst. Es gibt ja immer noch Pokémon, die noch nicht auf der Switch verfügbar sind. Quaffwaff beispielsweise. Quaffwaff kannst du auf der Switch nicht spielen. Kein Pokémon-Spiel wird dir dieses Spiel Pokémon geben. Deswegen war es auch in der Umfrage. Das einzige Problem, was ich mit meiner Aussage sehe, ist tatsächlich alles, was um die Videospiele drumherum ist. Weil alles im Pokémon-Franchise baut auf diese Hauptspiele auf. Das TCG, die ganzen Spin-Offs, alles. Also ganzes Merchandise, alles baut auf die Hauptspiele auf. Was die Hauptspiele machen, das wird dann auch umgesetzt in den anderen. Wobei TCG hat immer so ein bisschen was Eigenes, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekomme. Aber auch das TCG ist sehr abhängig vom Hauptspiel. Da sehe ich das Problem. Wenn die nicht weitere Generationen drücken, dann weiß ich nicht, wie sie die neuen Karten machen können. Aber selbst da. Ich glaube, es ist einfacher, das 3000ste Evoli zu zeichnen, als neues Pokémon zu entwerfen. Mich würde auch interessieren, wie viele Pokémon haben sie gerade in der Pipeline, die sie so jetzt veröffentlichen können. Also wie viele Pokémon sitzen da gerade irgendwo als Datei auf einem Computer, wo sie sagen können, okay, das wird irgendwann in einem Pokémon-Spiel sein. Das wäre mal interessant zu sehen. Wie viele sind da wirklich gerade wortwörtlich von wen auch immer designt worden und warten nur darauf, in ein Pokémon-Spiel hinzugefügt zu werden? Weil die machen das ja sehr gut, vor allem seit der 7. Generation, dass die Pokémon perfekt zu der Region passen. Ich finde, die Alola-Pokémon sind so schön, die harmonisieren echt gut mit der Region um sich rum. Und auch von Galar-Pokémon sind sehr, sehr gut und passend für die Galar-Region, für dieses Englische. Und auch Spanien hat es super gut getroffen. Selbst Schwarz und Weiß, das sind ja auch viele Ansätze. Wobei tatsächlich Duraludon bzw. Briduradon wäre für Schwarz-Weiß perfekt gewesen. Ist jetzt erst mit Kamezin und Popo gekommen, aber Duraludon wäre so ein gutes Schwarz-Weiß-Pokémon gewesen. Der Restart im Sinne von, man fängt quasi bei Null an. Das wird schwer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre sehr schwer, wenn die jetzt wirklich sagen, wir fangen komplett von Null an. Wir haben so Pokémon, die so ikonisch sind. Sei es ein Pikachu, Burak. Pajutsu ist auch sehr ikonisch. Das wäre schwer. Das kann ich mir, glaube ich, nicht vorstellen. Weißt du, das Problem ist ja nicht, also nicht nur, dass es zu viele Pokémon sind, sondern auch, irgendwann müssen denen doch die Designs ausgehen, oder? Also, es ist faszinierend, wie viele Pokémon, also, es gibt schlechte Pokémon-Designs bei diesen 1024 Pokémon, darüber will ich gar nicht streiten, aber es gibt so viele gute und auch in Kamezin und Popo noch. Wie gesagt, ich finde Monetigo ist eins der bestdesigntesten Pokémon der letzten 10 Jahre mindestens. Für mich hat das Pokémon eine gute Backstory mit dem Gespenst. Man versteht sofort, wieso es diese Entwicklung hat. Es hat eine einzigartige Entwicklung. Es ist kompetitiv stark, aber nicht zu overpowered, dass es jeder spielt. Es ist für mich das perfekte Pokémon. Also, oder eines der perfektesten Pokémon. Es ist halt nur schade, dass es nicht irgendwie, jetzt komisch, aber aus Fleisch ist, sondern einfach so ein Münzending ist. Weil sobald ein Pokémon eine Sache darstellt, sei es Klavier oder so, ist, glaube ich, direkt ein bisschen schlechter von den Fans bewertet. Ich warte nur auf eine Generation in Deutschland. Was wären denn deutsche Pokémon? Ich habe mal ein Deutschland-Thementeam gemacht und ich habe Samurzel da verwendet. Wegen der Eichel und auf Centstücken ist ja auch der Eichelbaum drauf. Koronispa habe ich verwendet, wegen diesem Fabelwesen, das vor allem im Süden von Deutschland bekannt ist, dessen Namen ich aber leider vergessen habe. Rotom, wegen Motor, Autos. Die anderen drei Pokémon kann ich mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Oh, ich glaube hier, der Teddy Ursa, nicht Teddy Ursa. Sag mal schnell, Costurso.
den Pedobären. Habe ich noch mitgenommen, weil... Ach, ich weiß gar nicht, wie dieses Unternehmen heißt, das diese ganzen Teddybär herstellt. Currywurst-Pokémon. Brezel-Pokémon. Wieso denkt ihr alle an Essen und Trinken? Was ist los für euch? Currywurst, Brezel und Bier. Das ist also Deutschland für euch. Wo ist Sauerkraut? Wo sind die Kartoffeln? Steif, genau, das ist das Unternehmen. Ich glaube, ich nehme es auch. Na, Boden mit Boden ausgetauscht. Okay. Ein Bierkrug als Gegenstück zu Verteidiger finde ich aber cool. Das finde ich sofort mitnehmen. Mit dem Erscheinen auf dem Kampffeld würde es einfach alle Pokémon verwirren. Weil sie alkoholisiert sind. Boah, Pandagro ist auch so ein Pokémon, das mir in Kabelsieben und Poco fehlt. Es gibt nur die bessere Variante von Pandagro. Cooler Usu. Aber Pandagro sieht cool aus. Was ist denn was Deutsches, was nichts mit Essen und Trinken zu tun hat? Was ist denn so richtig typisch deutsch? Sandalen mit Socken? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Danke fürs Vorbeischauen, Lilburge. Gute Nacht. Ordnungsamt. Das ist so wahr und so traurig. Märchen, stimmt. Über die Märchen könnte man einige Pokémon einbinden. Da hast du recht. Auf jeden Fall, 100%. Da hast du 100% recht. Da könnte man einige Pokémon-Designs direkt herholen. 100%, ganz sicher. Das Finanzamt als legendäres Pokémon. Let's go. Klingt so falsch. Gummibärchen kann ich verstehen, tatsächlich. Wegen Haribo. Deswegen hatte ich auch Costurso auch noch dabei, ne? Shiny Costurso ist ja gelb. Oder Gold. Büro-Utensilien-Pokémon. Ich wüsste auch nicht, ehrlich gesagt. Also, was kann man... Also, man kann ja auch in die Vergangenheit von Deutschland gucken. Da finde ich, wie gesagt, Dichter und Denker. Aber das kannst du ja nicht als Pokémon darstellen. Und dann gibt es leider eine sehr dunkle Zeit in Deutschland. Die darfst du auch nicht darstellen. Das wäre fatal. Da muss halt noch weiter zurückgehen, ne? Boah, es wird schwer. Also Deutschland in eine Region zu packen. Alleine, wenn dann eher mit Österreich und Schweiz, könnte ich mir noch vorstellen. Das wäre realistischer, glaube ich. Aber nur Deutschland... Nee, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Komm, einer von euch muss es aber nehmen. Sehr gutes Moveset auch. Neue Letterking-Form als Dichter. Die deutsche Version. Na, fairerweise hätte ich jetzt auch nicht tatsächlich Pokémon für Frankreich oder Spanien nennen können. Und sie haben es ja auch, ehrlich gesagt, ganz gut gemacht. Sie haben ja auch nicht nur spanische Pokémon, also oder spanische Tradition genommen. Magnetigo würde jetzt nicht unbedingt nur zu Spanien passen, beispielsweise. Pokémon-Ordnungsamt und Pokémon-Finanzamt. Ja. Tobutz guckt immer so, als würde er irgendwas gesehen haben und es nie wieder aus seinem Kopf vergessen bekommen. Guckt immer so grauenhaft. Ich glaube, es was gesehen hat, dass es niemals hätte sehen dürfen. Robben für Deutschland, da gibt es viele am Meer. Robben könnten passen, ja.
Ja, also Deutschland als Pokémon-Region sieht sehr unrealistisch aus. Wie gesagt, mit Österreich und Frankreich zusammen, Österreich und Schweiz zusammen, auf jeden Fall. Machbar, glaube ich, aber nur Deutschland ist so unrealistisch. Also, das ist viel zu schwer. Österreich könnten wir Ski-Pokémon haben, die man als Ski benutzen könnte. Ja, da könnte man irgendwas in diese Richtung machen. Stimmt. Die Alpen mitnehmen beispielsweise. Die ganzen... Ja doch, die Alpen müsste man dann auf jeden Fall gut mitnehmen in der Region. NRW müsste man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, also als Region selbst, nicht als die, nicht die Pokémon, sondern nur die Landschaft, kann ich mir das gut vorstellen. Weil das Gebirge zwischen Deutschland, Zugspitze und so weiter und so fort, zwischen Deutschland, Österreich, Schweiz, das würde das ganz gut trennen. Also da könnte man eine gute Landschaft draus machen. Die Pokémon wird nur schwer. Tobus hat die Zukunft gesehen. Ja, dann will ich nicht in die Zukunft, ehrlich gesagt, weil was der gesehen hat, sieht nicht gut aus. In der deutschen Edition gibt es das Mallorca als DLC. Das wäre sympathisch. War noch nie auf Mallorca, aber großes Interesse habe ich da auch nicht. Auch wenn das auch ein sehr schöner Urlaubsort ist, auch außerhalb vom Ballermann. Weinreben-Pokémon. Ja, stimmt. Also, das kann man tatsächlich machen. Und dann direkt den Bezug zu Carlos herstellen. Wobei, Wein haben die weder in Spanien noch in Frankreich gemacht, ne? Ja, ein bisschen komisch, wenn die das in Deutschland machen würden. Sagen, es wird Zeit, dass wir mal ein Paket hier, das Paket mal aufmachen. Jetzt 1,5 Stunden gestreamt. Ich mache das während des, während eines Raids, sodass ihr nicht die ganze Zeit warten müsst und die ganze Zeit auch was seht. Aber ich mache es gerade auf. Bin gespannt, was drin ist. Und wenn da was drin sein sollte, Annika, was ich nicht zeigen darf, dann musst du es jetzt sagen. Ich hoffe, ich mache das auch richtig auf. Weil irgendwie ist da sehr viel Klebeband drauf. Ich hoffe, ich mache da nichts kaputt. Okay. Okay, keine Shinies. Statt einem Fahrrad hat man dann einen Mercedes. Dann muss Mercedes aber richtig hinblättern dafür, dass die in einem Pokémon-Spiel gefeatured werden wie in Mario Kart. So, jetzt am besten Leute mal mitmachen, die noch gar nicht dabei waren. Also an alle, die schon mal einen Raid mit mir gemacht haben, bitte einmal davon absehen. Zumindest bis die letzte Minute läuft. Wenn die letzte Minute läuft und die Lobby nicht voll wird, könnt ihr gerne wieder rein. Aber so, dass die anderen Leute auch mal eine Chance haben. 54589814. Dürfte nichts kaputt gehen, okay. Eine Schachtel, die ich aufmachen muss. Das ist super lieb von dir, Annika. Also, ich will das nur betont haben. Ein bisschen Angst, dass ich mir in den Finger schneide. Wir nehmen noch Wetten an, ob das noch passiert heute Abend. Was wäre gerade fast passiert? Dammit. Na! Och, das dümmste Messer dafür genommen. Wie kann das denn sein? Da steht irgendwas mit Kopf. Ah, hier ist noch ein Klebeband. Okay, ich verstehe. Ah! Das ist einer der Gründe, wieso ich auch keine Geschenke mag. Ich bin furchtbar, in sowas aufzumachen. Na, wir haben es geschafft. No!
Urgel, ey, perfekt, das nehmen wir sofort. Sie hat ein kleines Flemmli reingepackt. das hier. Da ist er. Der ist ja süß. Was hast du denn her? Der passt perfekt zu dem hier. Zu dem guten Kollegen. Steht hier immer auf meinem Tisch zusammen mit einem Bild und daneben, da wird jetzt auch Flemmli stehen. Wenn er stehen kann. Kann er überhaupt stehen? Der steht ein bisschen schief. Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Pflanze, okay. Ich vorschlage, wir gehen nach links, oder? Ja. Damit. Ja, so steht er. So. Und dann viel wundervollen Tee und Schokolade. Dankeschön. Das hier, ich denke mal, darf ich das im Stream vorlesen? Ich guck mal kurz rein. Darf ich das im Stream vorlesen? Das sind sehr nette Worte von dem, was ich überflogen habe. Hoffe. Guck mal unter die Schokolade. Also ja, hier. Entspannungstee. Finde ich gut. Werde ich definitiv trinken. Sehr viel anderer Tee. Weiß nicht, was für ein Tee das ist. Grüner Tee. Damn. Hast du genau meinen Geschmack getroffen. Das ist sehr nett von dir. Holy moly. Also auch komplett ohne, also Vorwarnung, sag ich mal. Oh shit. Das sind ja noch mehr. Also, Schokolade. Da sind noch mehr Freunde dazugekommen. Sind sie aus deinem Weihnachtskalender? Die Figuren? Wir haben mit Teddy Ursa und gerade davon geredet. Pam Pam! Die sind ja süß. Das Trio ist damit perfekt. Also sie hat die perfekten Pokémon ausgesucht. Besser hätte man es nicht machen können. Also mal, ich versuche sie mal alle auf ein Bild zu bekommen. Oh, das wird schwer. Ah, das wird sehr schwer. Ich bin zu inkompetent dafür. Warte mal. So. Wir haben Flemmli hier. Wir haben Teddy Ursa in der T-Pose. Das finde ich auch so. Und einen der coolsten Bären im Spiel. Pam Pam. Und eine Karte. Mit Farigiraf. Gestern ein sehr wichtiges Pokémon gewesen. Werde ich definitiv aufbewahren. Wechseln wir wieder in die Kamera. Eine spontane Aktion mit dem Päckchen. Freut mich riesig. Also vielen, vielen Dank dafür. Die werden alle einen guten Platz hier bekommen. Ich habe heute noch darüber geredet, dass ich das hier aufbessern will, auch wenn die kleinen Statuen da wahrscheinlich nicht zu sehen sein werden. Ich werde das hier bei meinem Bild hinstellen. Zusammen mit dem Polygon. Super, super nett. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Den Zettel vorlesen willst, bleibt dir überlassen. Ich glaube, dass du das mir geschrieben hast, dann muss das nicht jeder lesen. Wenn du das so schreibst, dann werde ich den hier aufbewahren und hundertprozentig lesen. Sehr, sehr nett, auch handgeschrieben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das schätze ich sehr. Vielen, vielen Dank. Vergessen zu fangen. Mit dem Tee werde ich auch gute Dinge anstellen. Vor allem grüner Tee. Hattest du den so da oder war das etwas, was du extra geholt hast? Richtig hyped auf das neue Layton. Die Story des letzten Teils war richtig herzzerreißend. Layton habe ich nur einen Teil gespielt. Ich wollte das mal auch im Stream spielen, aber ich glaube tatsächlich... Oh, scheiße, ich habe aus Versehen A gedrückt. Nein, Urgel.
Ich wollte das nicht. Scheiße. Annika hat ihre Teekiste ausgemistet. Das bezweifle ich sehr stark. Weil das sieht alles nach einer Sorte aus. Habe ich vergessen. Lanze. Weiß mit. Tschüss, Urgel. Hallo, Janera. Hallo, Henrik. Die Sammlung wächst hier. Sehr nett, dass du da was aus deinem Weihnachtskalender mir überlassen hast. Weil die guten Pokémon auch getroffen. Also lasst mal alle gerne ein Herz für Annika da. Das hat mich riesig gefreut. Da werde sogar ich in den Chat schreiben. Das ist super, super nett von dir. Setz mir mal ein Lichtschild ein. Gleich Heilwoge einsetzen. Ich werde jetzt einfach zum Support degradiert, weil ich aus Versehen A gedrückt habe. Ja, also Heilwoge, wobei, glaube ich, Janera gar nicht so schlecht, wenn ich meine Teammates am Leben lassen kann. Wie oft hast du jetzt eigentlich Pakete von Zuschauern bekommen? Das müsste mein erstes gewesen sein. Also, wenn du jetzt den Pokal, den du mir in Stuttgart gegeben hast, als Geschenk, der steht da. Da sieht man den. Also, es ist dunkel, aber da steht er. Dazu zählst plus dieses Porenta, was da steht. Da. Irgendwo da. Dann wäre das dritte Paket tatsächlich. Das Porenta habe ich von Mary bekommen. Und ja, logischerweise den Pokal von Hooper und jetzt das von Annika. Da würde ich sagen, dass... Also das Ding war, ich glaube, das hat Annika nicht gemacht, weil sie Zuschauerin ist, sondern vielmehr einfach, weil sie einfach eine gute Freundin geworden ist in den letzten Jahren ungefähr. Ich glaube, deswegen hat sie das gemacht und nicht, weil sie die Videos gerne schaut. Holy moly. Nick, dankeschön. Die 10 Kanalmitgliedschaften. Vielen, vielen Dank. Fühl dich geküsst. Das klingt falsch, tut mir leid. Ja, die Figuren werden auf jeden Fall einen guten Platz hier bekommen. Vor allem das Pam-Pam. Ich hatte tatsächlich, mein erster eigener PC hatte tatsächlich als Hintergrundbild ein Pam-Pam, dass ich selbst designt habe. Also ich habe Grafiken genommen von offiziellen Spielen oder vom offiziellen Spiel, aber ich habe selbst ein Pam-Pam Hintergrund designt. Das müsste irgendwo noch auf irgendeiner Festplatte sein. Ich mag Bären. Und du weißt, dass ich Geschenke eigentlich nicht so gerne mag. Also kannst du das schon damit rechnen, dass du irgendwas zurückbekommst. Spätestens an deinem Geburtstag. Ganz egal, ob das zum Geburtstag kam oder nicht. Diese Zahl müssen wir nach oben treiben. Welche Zahl? Togetic. Togetic ist wirklich eines meiner Meinung nach. Ich weiß, damit werde ich wahrscheinlich einigen Leuten auf die Füße treten, aber... Für mich eines der schlechtesten, designtesten Pokémon im Spiel. Es kann sehr stark sein mit Evolite, so wie Hendrik das gerade mit Janera geschrieben hat. Es hat halt Ruhrort und andere super nervige Attacken aber, und Edelmut als Fähigkeit. Donnerwelle spielst du drauf und dann irgendeine Flinch-Attacke, Kopfnuss oder sowas. Kann Kopfnuss flinchen? Ich glaube schon, ne? Gehen wir mal auf rechte Hand auf Raichu. Die Paketzahl für dich. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich Pakete von euch annehmen würde, weil Annika
Er hätte das ja auch nicht machen können, wenn sie mich nicht besser oder wenn wir uns nicht besser hätten gekannt. Hätte dieses Paket ja auch niemals zu mir finden können. So wie du beispielsweise das in Stuttgart mir geben musstest, weil du meine Adresse nicht kennst. Weiß nicht, ob sich's A lohnt, so eine Postbox aufzumachen und B, ob ich das wirklich möchte. Ich bin kein großer Freund von Geschenken. Finde ich gut, dass wir alle Raichu unterstützen. Was? Wieso mich? Wieso gibst du ein Coaching? Achso, das gibt allen. What? Coaching unterstützt einfach mal alle Pokémon auf dem Feld. Das ist ja krass. Boah, okay, das ist dann overpowered. Ich kann sagen, wieso macht der Coaching auf das Pokémon, das wortwörtlich nur mit Kanon Schaden machen kann? Wieso hat Raichu eigentlich nicht angegriffen? Was ist da passiert? Auch schön, etwas persönlich überreicht zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch so, stimmt, das habe ich gar nicht mit dazu gezählt. Das, was ihr mir, ich habe ja ein Community-Treffen letztes Jahr im Heidepark gemacht und dort haben alle, die gekommen sind, beziehungsweise eine Gruppe von Zuschauern, wie gesagt, ich würde dazu mehr Freunde sagen, mir auch was geschenkt, und zwar eine Karte. Die ganzen Karten habe ich aber nicht hier, sondern in einem Ordner im Schlafzimmer. Die haben mir eine selbstgemachte Karte geschenkt. Meine gemalt von Desiree und dann unterschrieben von allen Leuten. Das auch. Also, das sind die besten Geschenke. Super liebes Geschenk. Auch richtig gut gezeichnet, finde ich. Das alleine auch auszudrucken und auf die Idee erstmal zu kommen, muss echt aufwendig gewesen sein. Ich habe jetzt für meine Schwester, die am 11. März Geburtstag hat, ein Fotobuch gemacht. Das war auch anstrengend. Alleine da die Fotos rauszusuchen, die richtig zu platzieren, was dazu zu schreiben. Das sollte wehtun. Mit rechter Hand, nächste Runde ist der Togetic raus. Muss ich wohl zu Worwa fahren, wenn ich Pakete mache? Du weißt doch gar nicht, wo ich wohne. Kannst nicht mal Auto fahren, also. Zu Fuß das alles abzusuchen und an jedem Haus zu klingeln, wird, glaube ich, ein bisschen schwer. Ja, genau. Greif Scharniere an. Das kann Volltreffer haben. Holy shit. Ich glaube, ich setze Heilwoge einfach ein, damit... Ja, wobei, macht keinen Unterschied. Wahrscheinlich wird Scharniere, Scharniere sage ich schon, Raichu gleich Togetic besiegen. Ja. Ansonsten hätte ich noch ein Pokémon hochgehalten, damit das gleich nicht direkt drauf geht gegen das legendäre Pokémon. Passt schon. Dich rieche ich aus 2 Meter entfernt. Rieche gut. Ich habe gutes Parfüm. Sagt ihr Parfüm oder sagt ihr Parfum? Parfum. Mein Bruder sagt Parfum, ich sag Parfüm. Grüße gehen raus an Kevin, der mir vor 19 Minuten auf Instagram gefolgt ist. Falls ihr das noch nicht getan habt, it's not Worwa. Parfüm. Ich bin auch Team Ü. Fühle ich mich nicht so alleine. Ich merke gerade, dass ich das perfekte Outfit habe bei meiner Trainerin.
Seht ihr dieses Potrot, das so ein bisschen aus diesem Ausschnitt des Pullovers rauskommt? Also ein besseres Outfit kann man in Schwert und Schild nicht bekommen. Lichtschild lohnt sich nicht, Caputoro greift physisch an, rechte Hand lohnt sich auch nicht, wir haben maximal Togetic, das Schaden macht und alle gehen auf eine Statusattacke. Okay. So große Pläne vor. Gehe ich auf Heilwogel gegen Morlord. Oder auf Morlord. Ja, Annika, hier, ne, wenn du vorbeikommen willst, Tee trinken, beziehungsweise Sushi essen. Ich habe heute überlegt, ob ich mir so ein Sushi-Set sogar hole und das selbst mache. Das wäre mal eine perfekte Date-Idee sogar. Aber nicht, dass ich jetzt mit dir daten will, das kommt jetzt komplett falsch im Kontext rüber. Holy moly, tut mir leid. Aber du hast noch nicht Sushi gegessen, heißt also, wenn du vorbeikommst, gehen wir im Restaurant Sushi essen. Und Desiree und Vincent dazukommen wollen natürlich gerne auch. Hatte gerade Frühlingsrollen. Ja, perfekt. So wird das Sushi perfekt vorbereitet. Die haben nicht lecker geschmeckt. Die waren viel zu dick vom Teig. Ehrlich gesagt mag ich keine Frühlingsrollen, also kann ich das überhaupt nicht beurteilen. Ich bin, wenn ich im asiatischen Restaurant esse, entweder ein Reisgericht oder Sushi. Wir haben da auch, also ich habe es jetzt nicht mitbekommen, ich habe es nur im Video gesehen von meiner Kollegin, weil meine, wo ich krank war, waren meine Kollegen essen, und zwar bei diesem Sushi-Restaurant, in der Mittagspause sogar, und die haben da mal richtig was bestellt und dann kam das so mit Rauch an und das war eine richtige Show, also das war nicht nur Sushi-Essen, das war wortwörtlich so eine kleine Show, die da gemacht haben. Dieser Laden ist auch so... Das ist so unscheinbar. Also, du könntest an denen vorbeigehen und du würdest nicht merken, dass das ein Restaurant ist. So unscheinbar wirkt das. Direkt beim Bahnhof. Togetic muss es hier carryen. Raben ist auch lecker. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe gerade das erste Mal Pokémon Schwarz 2. Irgendwelche Tipps für mich? Wo bist du denn? Bist du noch vor der ersten Arena oder wo befindest du dich? Wait, ist mir jetzt wirklich jemand noch auf Instagram gefollowt? Doch, tatsächlich, Sascha! Perfekt. Du guckst ja gerade im Stream hier dann wahrscheinlich zu. Danke für den Follow auf Instagram. Guckst du auf dein Handy... Sehe eine WhatsApp-Benachrichtigung und auf einmal eine Instagram-Benachrichtigung. Danke für den Follow. Freut mich. Ich weiß jetzt, welches Restaurant du meinst. Schön, du Stalker. Kann man die Kapu-Pokémon hier auch in Shiny bekommen? Oder sind die Shiny-locked? Waren die nicht shiny noch? Außer Kapuriki, weil das könnte man durch ein Event, glaube ich, bekommen. Die sind ja so schwarz, oder nicht? Also alles, was bei denen jetzt rot ist beispielsweise, wäre schwarz. Ja, das ist unlucky. Das ist sehr unlucky. Holy moly. Alle Pokémon kann man im Dina-Nest Shiny bekommen. Okay. Habe ich jemals ein Shiny Caputoro gesehen? Ich weiß, wie es aussieht, aber...
Krass. Das wäre doch mal ein Pokémon, das man shiny hunten könnte. Also jetzt nicht speziell Caputoro, sondern eher Kime. Capofini auf Englisch. Kime ist ein Pokémon. Man hat es ja schon bei Primarine gesehen. Da, mit dem ich mich sehr wohl fühle. Capokime ist einfach die bessere Version von Primarine. Primarine hat ein bisschen bessere Offensive, weil man halt Schallwelle spielen kann und das so eine Wasserattacke wird, aber Capokime ist im Allgemeinen besser. Also das Nebelfeld ist halt so viel wertvoller. Okay, ein Pokémon muss noch angreifen. Bestenfalls Togetic. Ah, das könnte kritisch werden, wenn es Morlot trifft. Oh nein! Haben wir noch ein Leben? Hatten willst, habe ich das Abenteuer vorgemerkt. Nee, nicht Caputoro. Also Caputoro ist von den Vieren, also vom Design eine 10 von 10. Ich mag die alle sehr gerne, aber von der Usefulness ist es ja eigentlich, also mit Abstand das Schlechteste, vor allem seitdem Gortrom existiert. Also Gortrom ist wortwörtlich einfach, die haben Caputoro gesehen und gedacht, wie kann man das besser machen, und so ist Gortrom entstanden. Das ist so unfair. Das, also, wenn Caputoro jetzt noch Grasrutschen bekommt, dann könnte man drüber nachdenken, weil der Feentyp einfach gut ist. Die vierfache Giftschwäche ist überschaubar, also so viele Giftattacken sind nicht in der Meta. Oder bei meinen Pokémon. Aber Gortrom hat halt immer noch den Vorteil, dass es dann Mogelieb hätte. Eine Capokime. Achso. Ich weiß nicht, ob ich Capokime auf diesen Spielstand schon gefangen habe. Ich habe 6 Pokémon, aber baue gerade mein Team ein bisschen um. Im Prinzip kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Ich überlege gerade bei Schwarz und Weiß 2. Was ist denn in deinem Team drin? Ich hoffe, du hast den guten Starter genommen. So, ich mache noch einen Raid, glaube ich, und dann haben wir 2 Stunden gestreamt. Es könnte sein, dass ich morgen spontan Dragon Ball Budokai 2 streame. Muss ich gucken. Also dann auch komplett das gesamte Spiel durch. Das wird 3 Stunden, 4 Stunden maximal dauern, wenn ich jetzt nicht komplett versage in dem Spiel, wovon ich eigentlich nicht ausgehe. Das war mein erstes Dragon Ball Spiel. 25786984. Und am Sonntag wird nicht gestreamt. Dort gibt es dann eine Art Community-Abend. Wir waren mal im Voice zusammen und dann kam irgendwer auf die Idee, Stadtland Fluss zu spielen. Und jetzt spielen wir am Sonntag Stadtland Fluss mit der Community. Das wird ein sehr großes Durcheinander. Aber ein gutes Durcheinander. Weil eigentlich alle Leute, bis auf 1, 2 Ausnahmen, sehr, sehr korrekte Leute sind. Beziehungsweise Leute, mit denen man auch sowas spielen kann, ohne dass es komplett Chaos verursacht. So wie Wupa es befürchtet hat. So, Apokalyp ist auch ein Pokémon, das es nicht in Karmesin und Purpur gibt, aber das gilt auch für Elisar und Blettiabo. Ich mag Mauzinger sehr gerne. Ich glaube aber, dass Mauzinger, ja, doch, ich hätte auch Blettiabo nehmen können. Wann willst du das am Sonntag machen? Ich weiß es nicht. 19, 20 Uhr irgendwo. Akari, Steurer, Krabigator, Seprial, Azumarill, Symbolara. Hoffe, das ist der richtige Starter. Also mein Lieblingsstarter ist Floink. Aber das Team sieht solide aus oder hört sich sehr solide an. Wüsste nicht, wieso du da was ändern wollen würdest. Ist alles dabei, ehrlich gesagt. Symbolara ist interessant. Pokémon habe ich, glaube ich, so noch nie verwendet für ein Schwarz- und Weiß-Run. Ich
glaube, wir gehen nach rechts, oder? Hallo Sasi, wie geht's dir? Ja, okay. Cooles Pokémon. Shit, stimmt, ich habe hier einen Mautzinger. Oh oh, ich glaube, Mautzinger muss ein bisschen aufpassen. Volara hatte ich damals auch in meinem Team. Interessant. Verwechsel ich gerade das Pokémon oder... Markus! Danke für den Follow. Ist jetzt random, dass die Leute hier alle mir auf Instagram folgen. Aber sehr, sehr nett. Dankeschön. Volara. Doch, okay, ich verwechsel es nicht. Krass, wieso habt ihr denn so Volara im Team gehabt? Also, das ist so... Random. Gibt es das irgendwo besonders im Spiel, wo ich nicht gerade drauf komme? Dass es so einfach zu fangen ist oder so konventionell? Vielleicht sollte ich mal wieder Schwarz und Weiß spielen. Remakes werden jetzt echt passend. Okay, alles klar. Das war ein Volltreffer. Erstes Leben weg. Da konnte Fuxi nichts gegen tun. Das ist schlecht. Das ist gut. Das sollte gut reinhauen. Ja, weniger als gedacht, aber nächste Runde wird wehtun, weil dann Regen draußen ist. Plus Flammenblitz wieder abgeschwächt. Also besser könnte es nicht sein, gerade für Mautzinger. Ich gehe weiter auf Frustventil. Stimmt, man konnte damals in Schwert und Schild die Pupillen ändern und dann richtig komische Pupillen machen. Wo ich das sehe. Oh, das ist natürlich konventionell. Er hat uns angefeuert, Initiative gegeben und Elektroball basiert auf dem Unterschied der Initiative zwischen den beiden Pokémon. Also die Stärke. Der Knogger ist jetzt Geschichte. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Knogger ist gut. Knogger ist ein guter. Wupa, du bist so ein Ballonk, ey. Guck gerade auf mein Handy. Ich sehe ja, dass Leute hier wortwörtlich den Stream gucken und mir dann auf Instagram gefolgt sind, was super, super nett ist. Vielen Dank. Das freut mich wirklich. Wenn es niemand nimmt, nehme ich Knogger. Also, willst du es haben? Okay, du willst es haben. Und Wupa schreibt mir dann wortwörtlich eine Nachricht. Ich will auch folgen, aber entfolgen und dann wieder folgen ist zu anstrengend. Im nächsten Moment steht da, Wupa möchte dir folgen. So ein Vollhonk, ey. Was ist los bei dir? Du hast manchmal einfach viel zu viel Langeweile. Ja, ich glaube, wir sollten rechts gehen. Ich verstehe, wieso ihr links gehen wollt, aber... Na, okay, ist in Ordnung, glaube ich. Wird schon gut gehen. Wird schon irgendwie gut gehen. Will es jemand haben? Dann nehme ich es. Voltenso, ja, perfekt. Das ist ein gutes Pokémon gegen das nächste. Danke, Markusia. Guck mal, wo wir gerade über Psychoflug-Pokémon reden. Hier ist der nächste. Langsam solltest du wissen, dass ich in meiner eigenen Welt lebe. Ja, ich weiß aber nicht, ob das für dich spricht. Ja, das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass ich diesen Satz schon heute einmal gesagt habe.
Die komische Leute an, kann das sein? Ich ziehe richtig komische Leute an. Also das geht natürlich nicht für alle, aber... Ja, das wird stolz hier behauptet. Änder dich niemals, Bubo. Tenso ist auch so ein Pokémon, das mit Mega-Entwicklung wahrscheinlich von mir gespielt wird. Kann mich noch daran erinnern, dass ich das in Regenteams gespielt habe. Ich habe die Geschichte wahrscheinlich schon 1 Million Mal erzählt, aber jetzt hört ihr sie zum 1 Million ersten Mal. In Regenteams war Voltenso tatsächlich brauchbar. Es hat schlechte Statuswerte, es ist ein schlechtes Pokémon, aber da ich das Bedroher hatte und als Mega-Entwicklung Blitzfänger, konnte es in Regenteams richtig gut sein, weil man Elektro-Pokémon damit countern konnte, plus eben mit Bedroher einfach eine super nutzvolle Fähigkeit in Doppelkämpfen hatte. Wenn die jetzt irgendwie Voltenso noch buffen würden, also die Basis-Pokémon, nicht die Mega-Entwicklung, wäre top-notch. Ich glaube, wir müssen mal im Chat durchzählen. Wie viele Leute sind da? Einmal durchzählen. Wie viele Leute sind noch nicht eingeschlafen? Kann wegen dir nicht angreifen, wegen der Fähigkeit. Habe ich gesehen, ich habe Blitzfänger. Da wurde Vincent zum Support degradiert. Pestizide, dein Bild, das du geschickt hast, das ist absolut awesome gewesen. Das muss ich eigentlich mal zeigen. Wobei, das mache ich im nächsten Stream. Ich habe in der Global Challenge ja mal gesagt, ihr müsst das mal auf Discord angucken, das ist super witzig. Ich habe hier dann Global Challenge gesagt, dass Ursaluna alles vernichten wird, was nicht bei 3 auf dem Baum ist oder bei 2 auf dem Baum ist oder sowas, habe ich gesagt. Und das hat, ja, Pestizide wortwörtlich genommen und dann ein Bild dazu gemalt, wie ein Primarän auf dem Baum sitzt und Ursaluna Blutmond und im Hintergrund noch dieses Flatterhaar. Ist richtig gut geworden, das Bild. Sehr, sehr gut. Kannst richtig gut zeichnen. Das ist 1:1 das gleiche Xate wie vorher mit Kung Fu-Strahl, Wankelstrahl und sowas. Kann ich absolut nachvollziehen, wieso Vincent das will. So, Drache war der letzte, ne? Wir haben hier ein Costurso, das ist ein Noctu und ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, wir sollten da hingehen. Okay. Kostur, so lohnt sich das? Bin ich sicher. Mache gerade zwanglose Kämpfe. Viel Erfolg. Macht das Spaß, zwanglose Kämpfe? Ist da nicht alles voll mit Leuten, die legendäre Pokémon spammen? Wobei, eigentlich hält sich das in Grenzen. Die ich gemacht habe jetzt, waren ja auch nicht so viele. Dann gibt es jetzt einen Psychobeißer aufs Gesicht. Ich muss meine Haare mal. Holy moly. Ich muss mal richtig kämmen. Die Leute, die Legi-Spam sind meistens eher schlecht. Ja, würde ich so nicht sagen. Also tendenziell ja, aber das hat sich in den letzten Jahren geändert. Plus, es fängt langsam an, dass die
VGC-Spieler darüber nachdenken, beziehungsweise schon Teambuilding für die nächste Regulation machen. Man weiß zwar noch nicht die Regeln, aber man geht stark davon aus, dass es mindestens ein legendäres Pokémon erlaubt ist. Und das kann dann sein, so wie in einer Team-Team-Folge von mir, da habe ich ja gegen den Kyogre gekämpft, in der Schildkröten-Team-Team-Folge war das, wo ich mit Terrapagos gespielt habe, dass die Leute anfangen, einfach zu gucken, welches der legendären Pokémon ist wirklich so gut. Macht Sinn für diese Zeit. Also es sind noch 2 Monate mit diesem Regelsatz hier, Regulation F, aber langsam aber sicher. So viele Turniere finden nach diesem Regelsatz jetzt auch nicht statt. Und wozu dann noch Team bilden? Tatsächlich war die Psycho-Attacke richtig hilfreich, weil Psychobeißer jetzt mehr Schaden macht. Habe ich auch noch daran erinnern, als Kapu Fala das Psychofeld rausgeholt hat und dann Mega Metagross daneben stand. Schaden des Todes gemacht mit dem Kopfstoß. Im CP-Bereich aktiv bist und erfolgreich sein möchtest, musst du halt mit der Meta spielen. Ja, das ist einfach so. Ist ja auch nichts Verkehrtes dran. Also ich weiß nicht, wieso das so verhasst ist. Das ist halt einfach so. Also es ist ja in jedem Spiel so. Es ist nicht so, dass das, wenn ihr jetzt ein anderes Spiel spielen würdet, das sofort anders wäre. Also, egal, selbst Mario Kart, da gibt es ja auch da gibt es auch Kombinationen, die einfach besser sind. Ihr könnt auch mit Baby Mario oder sowas gewinnen. Oder mit Peach oder welche Charaktere auch immer schlecht in dem Spiel sind. Aber wenn ihr das Bestmöglichste rausholen wollt, dann gibt es eine optimale Kombination. Und wenn man mit Freunden spielt, kann ich absolut nachvollziehen, dass man dann nicht hingeht und sagt, ich spiele jetzt die Triad-Kombination. Und so ist es ja auch in Pokémon. Wenn ich jetzt Thementeams aufnehme, nehme ich jetzt auch nicht die größten Triad-Pokémon mit, beziehungsweise wenn ich Zuschauerkämpfe mache, dann spiele ich auch mal so ein Team von Wooper, das Regieleki mit Explosion hat oder ein Paldea Felino hat und sowas, aber wenn ihr wirklich ernsthaft spielen wollt, dann dürft ihr euch keine Nachteile machen. Und ein Nachteil ist eben, wenn ihr ein Costurso spielt oder ein Pandagro spielt und die Option zwischen Vulauso und Pandagro ist, dann ist Vulauso immer besser, weil es einfach die besseren Attacken und die besseren Statuswerte hat. Und auch wenn Pandagro in meinen Augen cooler ist, aber da muss man sich einfach eingestehen, dass es alles Mathematik dahinter ist. Und Mathematik bedeutet, man muss auch mal aufs Design in Anführungsstrichen scheißen. So ist das manchmal. Aber wie gesagt, es ist in jedem Spiel so, dass kompetitiv ist. Was ich einfach nur schade finde, ist, dass sie die Pokémon nicht angleichen. Also in kompetitiven Spielen, die sind dynamischer. Also ich kenne das jetzt aus League of Legends Zeiten beispielsweise, da gab es jede 2 Wochen ein Patch und dann wurde auf einmal ein starker Champion, der eine sehr hohe Nutzungsrate hat, genervt. Dass es sowas in Pokémon nicht gibt, finde ich schade. Ich kann es verstehen, wieso es das in Pokémon nicht gibt, weil das zu viele Leute zu überfordern würde, aber das wäre cool, dass man dann aktiv mehr oder weniger so ein bisschen mitbestimmen kann, beziehungsweise die Meta anpassen kann. Die haben das ein einziges Mal bisher probiert. Ein einziges Mal. Und das war in Schwert und Schild. Dort haben die 10 Pokémon, dazu gibt es sogar einen Community-Beitrag von mir, wo ich das gepostet habe. Da haben die 10 der beliebtesten Pokémon für einen Monat oder 2 Monate gebannt. Das ist Balancen. Das ist die Definition von Balancen. Dass sie einfach die Pokémon wegnehmen, weil die zu stark sind. Und dann gucken. Und das machen die ja technisch gesehen immer. Also wenn man guckt, Zekrom ist ja jetzt auch nicht in Kamisin und Popo erlaubt, bis zu einem bestimmten Regelsatz. Das müssen sie konstant weiter durchziehen. Wenn sie nicht hingehen wollen und sagen wollen, okay, im Regelsatz A war es so, dass Maskagato zu stark ist, weil es zu schnell war. Wir nehmen Maskagato jetzt für den nächsten Regelsatz 5 Initiative-Punkte weg oder sowas. Wie gesagt, ich kann verstehen, wieso das nicht existiert, weil das würde zu viel... Also das wäre zu kompliziert für zu viele Leute. Aber das wäre cool. Das würde ich tatsächlich sehr feiern, wenn Pokémon immer adaptiert und anpasst. So wäre die Meta niemals steif, weil plötzlich ein Pokémon, das ganze Zeit stark war und von jedem gespielt wird, in einem Monat nicht mehr so viable ist, weil es keinen Bedroher mehr hat oder kein Vogelhieb oder 10
Spezialverteidigung weniger oder sowas. Zwischen den Generationen haben die das schon häufiger gemacht, dass plötzlich ein Pokémon mehr Spezialverteidigung oder mehr Verteidigung bekommen hat oder sowas. Und tatsächlich haben die das auch im Day-One-Patch von Karmesin und Popo gemacht. Da wurden die Unheils-Pokémon angepasst. Die wurden, glaube ich, runtergenervt. Aber so im aktiven Spielverlauf noch nie. Schade eigentlich. Hallo Demonic, wie geht's dir? Oh ja, Irrlicht ist eine gute Wahl gewesen. Ich glaube, wir verlieren das hier. Ah, Dina-Zauber ist auch gut. Damit macht die Drachenattacke weniger Schaden. Also wir haben jetzt eigentlich die perfekten Bedingungen. Wir haben die Drachenattacke abgeschwächt plus ein physisches Pokémon verbrannt. Besser kann es nicht laufen. Ja, wobei besser kann es schon laufen. Ich glaube, ich bin gleich Geschichte. Außer das Anfeuern hält mich gleich hoch. Hey, dann macht mir Voltenso also wirklich so gar keinen Schaden. Er ist doch verwirrt. Wer hat den denn verwirrt? Holy moly. Kreuzdonner, okay. Ja, gut. Oh, perfekt. Wir haben Zekrom komplett outplayed. Wir haben ein Pokémon mit Blitzfänger mit Alola Knogga. Heißt also, er kann seine erste Step-Attacke, seinen ersten Step-Typ nicht einsetzen. Plus Nebelfeld schwächt ihn auf seiner Drachenseite. Plus die Verbrennung. Das ist ja, als hätten wir geplant, dagegen zu kämpfen. Damn. Was habe ich hier für ein Tryhard-Team? Als ob die Leute hier versuchen zu gewinnen. Ich weiß aber nicht, ob wir das in 10 Runden schaffen, weil wenn 10 Runden vorbei sind, ist der Kampf auch vorbei. Wir machen halt alle sehr wenig Schaden. Und das ist auch schlecht. Kampfgrill. Okay. Glaubt ihr, wir schaffen es noch, Zekrom zu besiegen? Oh, knapp. Du bist doch bestimmt bereit für einen Gen 8 Zuschauerkampf. Wait. Oh no! Das hat nur funktioniert, weil Xatu Wankelmut eingesetzt hat und damit Terravolt umgangen wurde. Terravolt funktioniert wie Überbrückung. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Das ist vorbei. Jetzt, also, das geht nicht. Die nächste Attacke wird mich umboxen. Xatu hätte unbedingt Wankelstrahl einsetzen müssen, damit Blitzfänger funktioniert. Sehr gut. Wait, das ist fehlgeschlagen. Nee, warte, was? Wieso funktioniert denn jetzt auf einmal Blitzfänger? Oder hat Kreuzdonner den Nebeneffekt? Nee, Blitzschlag auch. Ich bekomme die ganzen Boosts ab, aber wieso hat das gerade nicht funktioniert? Okay, jetzt habe ich überhaupt nichts mehr verstanden. Wieso konnte gerade die Attacke Apokalypse treffen und Blitzfänger nicht funktionieren, aber jetzt schon? Wie viel Spezialangriff habe ich aber eigentlich mittlerweile? Okay, plus 2 ist nicht so viel. Hochspannung ist vierfach resistet, Hitzekoller zweifach. Ich kann Hitzekoller einmal einsetzen, wenn ich schon plus 2 Spezialangriff habe. Ja, Psychobeiße macht ungefähr genauso viel Schaden. Wir könnten es diese Runde erlegen, wenn jemand einen Volltreffer bekommt. Ja, nur mit einem Volltreffer. Ja, Kreuzdonner boostet mich wieder. Wir haben so viel Glück, dass er nicht eine Drachenattacke einsetzt. Das ist der Shit. Mit Drachenattacke hätten wir verloren. Er musste noch ein Pokémon rausnehmen. Irrlicht bringt leider nichts, weil das Nebelfeld draußen ist. Ah, nein! Aber ich glaube, ich greife als erstes an. Okay, er geht auf Blitzschlag. Hätte er da eine Drachenattacke eingesetzt, hätten wir tatsächlich verloren. Da hat Zekrom Gnade gezeigt. Aber die größte Gnade, die ein Spiel zeigen kann. Das hätten wir eigentlich verlieren müssen. Aber gut, hätte Fahrradkette. Gewonnen haben wir trotzdem für das Pokémon. Yu-Gi-Oh! Team wird auf jeden Fall auch in Karmesin und Popo kommen. Dafür sind die Pokémon zu passend, also Reshiram und Zekrom. Das war
knapper, als es hätte sein müssen. Oh, Zekrom habe ich schon gefangen. Das ist direkt verschwunden. Frage ist, wieso habe ich es schon mal gefangen? Keine Shinies. Das war der letzte Raid für heute. Spannendes Ende. Wir können noch einen Zuschauerkampf machen. Ich weiß aber nicht, ob ich ein Leitteam habe. Mal kurz gucken, ob ich hier Leitteams habe. Das ist der andere Speicherstand. Ja, ich hätte das Team von Eduardo Kuna. So ein random Team. Oh, ich kann das Delion-Team benutzen. Ja, das finde ich gut. Das machen wir. Wir machen zwei Zuschauerkämpfe. Einmal mit dem Delion-Team und einmal mit dem Team, das die Umfrage gewonnen hat mit dem beliebtesten Galar-Pokémon. Dann ist Ende im Gelände für heute. Wie macht man das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ist es das hier? Ja. Okay. Das Passwort ist das hier. 2552-4245. Und logischer. Oh, okay, perfekt. Aus dem Server geflogen. So eine Kacke, ey. So. Linkkampf. Passwort muss ich jetzt neu eingeben. 2552-2455. Und Doppelkampf, selbstverständlich. Ah, ich wollte noch so normale Raids machen. Tut mir leid. Dann machen wir nur einen Kampf und dann noch zwei, drei normale Raids. Hab ich voll vergessen. Tut mir leid. Muss ich aus der Höhle raus? Haben wir hier schlechten Empfang? Hallo Danny. Ein gutes altes Basta-Pasta. Ja, dich meine ich. Aber krass, dass hier echt doch Spieler rumlaufen, ne? Good evening. Wollen die Server nicht? Keine Ahnung, wenn du suchst und das Passwort richtig eingegeben hast. Ach, scheinbar wollen die Server. Gegen Bob Kelso, perfekt. Aber wie gesagt, macht eure Switches nicht aus. Ich werde noch zwei Dina-Raids machen. Ich habe es versprochen. Ich habe es komplett vergessen. Tut mir leid. Ich halte meine Versprechen. Ich bin ein Mann meines Wortes. Wer soll die Kampfregeln festlegen? Ich. Glaube ich. Doppelt gemoppelt? Okay. Dann machen wir einfach Kampfturmregeln, oder? Oder das hier. Wir kämpfen mit 6 Pokémon, Bob Kelso. Ich weiß, ich glaube, du bist zu dicht im Chat, ne? Wir nehmen alle 6 Pokémon mit. Ja, perfekt. Shit, das Leitteam funktioniert hier gar nicht. Kacke. Was ist das denn? Den Kamezin und Popo hätte ich jetzt... Kacke. Jetzt die Frage, was für ein Team nehme ich stattdessen mit? Ich kann mit 4 von 6 Pokémon von Delion kämpfen. Ich glaube, das wäre nicht so geil. Ja, nehmen wir das hier mit. Auch wenn ich absolut gar keine Ahnung habe, was das für ein Team ist. Wir nehmen aber alle 6 Pokémon mit. Nicht wie im normalen Fall 4 Stück. Dina, Skull, zieh mal was Wärmeres an. Nein. Potrot muss aus dem Ausschnitt gucken. Ansonsten ist es
nicht das richtige Outfit. Wir müssen. Okay. Kaputoro ist dabei. Sashin. Glurak. Pantifrost habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Kaputoro, Pampros und Smetboran. Schon mit den Abenteuern durch. Yes. Es waren auch gleich zwei Dina-Raids nach diesem einen Kampf hier. Ich habe keine Ahnung, was das Team kann. Ich habe das letzte Mal vor ungefähr 3 Jahren gespielt. 2 Jahren. 2,5 Jahren. Irgendwo da. Blackman mit Evolite gefällt mir aber gut. Wieso hat Flampivian eine Tahai-Beere? Ah, weil es den Trance-Modus hat. Wieso hat es Kraftschub? Irgendwas muss ich mir damals dabei gedacht haben. Lundschlick hat Schwächenschutz. Regentanz. Okay. Keine Ahnung, was ich hier mache, aber wir kriegen da schon irgendwas geschissen. Das wird jetzt ein entspannter Kampf. Einmal mal eben mit Zapdos carryen. Oh, die Trainerkarte ist auch ikonisch. Ich liebe die. Von diesem Dienerbaum. So gibt der Nassbrocken auch wenig Sinn. Hast du absolut recht. Es ist schön, wieder Schwert- und Schildkämpfe zu sehen. Ja, es hat was. Wie gesagt, das Einzige, was mich gestört hat, und das ist eben der größte Faktor gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes, war die Diener-Maximierung. Bizarro-Raum-Tagelieb, Lichtschild und... Okay, Body Slam passt da überhaupt nicht rein. Sind das auch EV-trainierte Pokémon? Das kann man hier nicht nachgucken, damit. Body Slam ist ultra random. Der Rest sieht schon irgendwo sinnvoll aus. Gehen wir mal auf Bizarro-Raum. Anziehung. Das kann definitiv nicht ein Pokémon von mir sein. Ja, Smetbo. Schlaf, Bruder. Okay. Antifrost sieht so awesome aus. Und Hypnose. Willst du mich verarschen? Einfach mal alles hier eingeschläfert auf der gegnerischen Seite. Okay. Ich glaube, ich muss meine Kamera dann hier wegmachen, ne? Ich glaube, die sitzt hier nicht so geil. Oh shit, nein. Machen wir die mal hier so hin. Ja, dann muss ich jetzt aufwachen. Bleibt ja nicht viel Auswahl. Einfach Hypnose und Schlafpuder getroffen. Schon ein bisschen frech. Rückenwind. Was will denn Pantifrost tun? Gefriertrockner? Weiß gar nicht. Ich glaube, das überlebt wir ganz gut. Oder auch nicht. Dammit. Pantifrost hat sehr viel Schaden. Flampion ist schon mal aufgewacht. Darf einen fetten Feuerschlag spielen. Und das aktiviert den Fokus-Gurt. Jawohl. Ich mag, wie Flampion da tanzt. Und Fleckmann ist auch aufgewacht. Holy. Okay. Dein Aufwachen scheint was gebracht zu haben. Lika. damit ist der Rückenwind lahmgelegt. Und wir können... Es kommt ein Gefriertrockner. Leider habe ich jetzt nicht so viele Pokémon, die darin reinwechseln wollen. Probieren wir es aber mal mit dem größeren Affen hier. Und ja, auf jeden Fall Smetbo rausnehmen. Das ist sicher. Kein Bock auf Schlafpuder. Kein Geschehen. Wo wird zurückgerufen? Dracaufeuille, das ist der französische Name für Glurak. Und das verfehlt leider, aber Hypnose auch. Feuerschlag hat normalerweise eine 100er Genauigkeit. Problem ist, kann man auch hier sehen, Problem ist, Flampion hat eine Fähigkeit, die nennt sich Übereifer. Und Übereifer bedeutet 50% mehr Angriff, 20% weniger Genauigkeit. Das heißt auch, 100%ige Attacken können daneben gehen. Können auf jeden Fall Steinhagel hier spielen und das in Kombination mit Feuerschlag.
Wir sollten langsamer sein aufgrund des Rückenwinds vom Gegner und dann sind wir in einer richtig guten Position, wenn Feuerschlag als auch Steinhagel trifft. Müsste gegen beide ausreichen, außer Glurak Gigadina maximiert. Das ist die einzige Chance, wie er diese Runde irgendwie das machen kann. Hatte sehr viel Glück, was das Aufwachen angeht. Also in der ersten Runde direkt aufzuwachen, ist schon krass. Antifrost wird zurückgerufen. Rauskommt wieder Smetbo. Das ist gut für mich, weil jetzt, wenn der Feuerschlag trifft, weil Flampion als erstes angreift, wird Smetbo rausgenommen und Steinhagel ist keine Attacke mehr, wo der Schaden aufgesplittet wird, weil in Doppelkämpfen ist es so, dass eine Attacke, eine Flächenattacke, normalerweise immer zwei Pokémon trifft und entsprechend der Schaden weniger ist. Dadurch, dass ich jetzt aber gleich nur ein Pokémon treffe, sollte der Feuerschlag treffen. Und das tut er perfekt. Wird der ganze gesamte Basisschaden von Steinhagel auf das Glurak umgelenkt. Und das ist vierfach effektiv und kommt von einem Flampivian. Hätte ausgereicht, wäre er nicht Dynamaximiert worden. Damit. Den Nährstoß wird wahrscheinlich reichen gegen Flampion. Okay, gegen Flampivian, das ist gut. Weil das aktiviert dann den Trance-Modus. Und eine Beere kommt durch. Ne, Überreste, okay. Da ist der Trance-Modus. Jetzt ist er dieser komische Affe. Schade, dass das nie irgendwie kompetitiv genutzt wurde. Eigentlich auch eine spannende Fähigkeit. Aber eine Fähigkeit, die erst getriggert wird bei 50%, ist halt leider nicht so gut. Ich glaube, wenn ich über 50% komme, ist der Trance-Modus wieder weg, oder? Weiß das jemand im Chat? Der Vorteil bei dem ist, dass jetzt speziell sehr stark ist und das können wir ganz, das Ganze können wir direkt gegen Pampros nutzen. Wir spielen mal Anziehung, ein bisschen Liebe kann nicht schaden. Liebe ist immer was Schönes gegen das Pampros. Ich will nicht Steinhagel verfehlen, deswegen gehe ich auf mehr oder weniger den sicheren Play. Von dort aus können wir dann gucken. Ich meine auch, dass Pampros schneller ist wegen dem Rückenwind. Solange der Rückenwind draußen. Ansonsten ist Pampros ein langsames Pokémon. Na, mal gucken. Anziehung kommt durch. Genau, von der Genauigkeitssenkung von Übereifer sind nur Attacken betroffen, die auch Schaden machen. Die Chinese kommt durch. Je nachdem. Ein guter Schaden. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Offensivweste war. Ich kann den Schaden vom Flampivian überhaupt nicht einschätzen. Das Pokémon so lange nicht mehr gesehen. Erdbeben kommt durch. Das ist das Ende für beide meiner Pokémon, oder? Ja. Damit. Ich habe auf die Kraft von Psychokinese gehofft und ein bisschen auch von Anziehung. Aber dafür kommt Dina Erdschuss nicht durch. Kein Spezialverteidigungsboost. Ich schätze, das ist gut für mich. Jetzt ist der Bizarro-Raum ein bisschen unglimpflich. Aber wobei, ich habe ja noch andere schöne Pokémon. Holen wir mal Fleckmon rein. Holen wir mal Lashoking rein. Das wird jetzt schwer für meinen Gegner. Lashoking hat eine Wahlbrille. Das bedeutet, wir werden es sowas von unboxen. Kann das sein, dass es nicht mein Team sogar ist? Ja, okay. Jetzt verstehe ich das auch. Das sind alles Pokémon von jemand anderem. Von Janni Zockt. Grüße gehen raus, falls er das sehen sollte. Das sind nicht mein Team. Ich habe das von einem Zuschauer, glaube ich, ausgeliehen. Wir gehen auf... Lohnt sich Lichtschild? Ja, nicht wirklich. Sarum hält nur noch eine Runde. Wir können Lichtschild spielen und Siedewasser einsetzen. Ein Schnellschuss. Ja, ist auch besser so. Belebekraft. Carried. So, Siedewasser nimmt das raus. KP-Anzeige ist so unfassbar anders als zu Kamosin und Purpur. Dina Erdstoß ist in Ordnung. Das ist eine spezielle Attacke, gehe ich mal stark von aus. Entsprechend wird Fleckmon mit Evolid und Lichtschild das gut überleben und ich kann gleich nochmal ein Bizarro-Raum spielen, außer Pantyfrost kommt rein. Wenn Pantyfrost reinkommt, Pantyfrost countert, glaube ich, das gesamte Team, bis auf meine beiden Feuer-Pokémon, die ich durch das Erdbeben verloren habe. Es wird noch schwer, weil Sashi noch da ist, aber machbar auf jeden Fall.
Alleine wegen dem Lichtschild. Ich glaube, Lichtschild wäre eine gute Idee. Siedewasser. Also ich kann auch Dina maximieren. Ich überlege nur, auf welchem Pokémon. Kaputoro macht auch Sinn. Verstehe ich. Verstehe ich. Jetzt müsste eigentlich Glurak wieder klein werden. Rassam aktivieren sich. Sehr gut. Wenn Kaputoro rauskommt, dann ist, glaube ich, Frage ist, in welcher Reihenfolge. Naja, ich glaube, ich hole hier Zapdos rein. Ah, shit. Ich habe es irgendwie heute mit A. Ich drücke immer einmal zu viel A. Und Siedewasser oder eben Dina Flut. Ich glaube, Terra kristallisiert. Dina maximieren, holy moly. Viele Mechaniken, da kommt man durcheinander schon mit der ganzen Wortwahl. Dina maximieren lohnt sich hier nicht. Also, ich überlebe dann sicher die Attacke oder diese Runde, aber so wichtig ist mir das Glurak nicht rauszunehmen. Das müsste die Attacke überleben, es hat plus 2 Spezialverteidigung. Oh, es wechselt aus, das wird dann Pantyfrost sein. Oder Sashian. Da könnte jetzt Lilac recht haben, ich habe Siedewasser gespielt. Ich musste Siedewasser spielen, ich habe eine Wahlbrille. Wenn jetzt Siedewasser Sashian verbrennt, dann kann nur noch Pantyfrost carryen. Ansonsten ist halt Sashian, ne? Sashian kann immer carryen. So, Holzgeweih. Leider nicht gegen Fleckmann. Und Holzgeweih reicht aus. Damit. Ich habe tatsächlich gehofft, dass ich einen überlebe. Aber da habe ich falsch gedacht. Dann gibt es jetzt Flunschlick-Action. Aber vom Prinzip sind die Pokémon, die ich habe, noch immer gut. Ich habe nur Angst gegen Pantyfrost, aber das kriegen wir auch irgendwie hin. So, wir gehen auf Regentanz? Fragezeichen. Das wäre ein Play. Boah, da sehe ich mich. Ich Dina maximiere nicht Zapdos, sondern einfach Flunschlick. Dina Giftschwall, vielfach effektiv gegen Kaputoro, nimmt es raus. Natürlich immer die Frage, ob mein Gegner hier gerade zuhört. Und von dort aus hat dann plus 1 Spezialangriff auf Zapdos auch seine Wirkung. Plus Flunschlick überlebt vielleicht ein Holzgeweih. Das könnte durchaus der Fall sein, dass es gleich reicht. Aber erstmal Sashian. Oh nein. Das ist die einzige Attacke, die ich nicht hätte gerne gesehen. Das hat schon so viel Angriff. Das mit dem Regentanz. Keine Ahnung, wie ich das Sashian aufhalten soll, außer mit Dina Erdstoß. Das hätte gereicht sonst. Statik. Oh, das bringt mir jetzt gerade leider nichts. Oh, ich habe Schwächenschutz drauf. Okay. Flunschlick ist plötzlich zu einem Sweeper geworden. Hat plus 3 Spezialangriff jetzt. Mit diesem Dina Giftschwall. Jetzt muss ich hoffen, dass die Statik auf Sashian triggert. Was ein riesiger Pfannkuchen. ...179 KP, okay. Also Dina Erdstoß müsste gegen Sashian reichen, ich bin fast sicher. Was hat er noch? Er hat noch Glurak, Pantyfrost. Mehr nicht, glaube ich, ne? Hemmungslos. Lichtschild auf deiner Seite hört auf zu funktionieren. Okay, krass. Doch. Er hat nur noch diese drei hier. Okay. Ich glaube nicht, dass mein Flunschlick diese Runde überleben wird. Da kommt gleich ein Gigantenhieb oder eine Sankoklinge. Und das wird reichen. Ah, Statik kriegst du aber ab. Flunschlick hat richtig versucht zu carryen, aber leider
ist es ein Saschien. Wenn jetzt Zapdos schneller ist, und das ist er, Donner kann nicht daneben gehen und eine Paralyse herbeibekommt. Oder Pantifrost fast one-shottet. Ein KP zu wenig. No. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Oh, ich hab noch Fleckmon. Fleckmon, der Carry. Ich habe leider ein Team, wo kein Pokémon Schutzschild hat, ne? Oh doch, hier ist eins. Perfekt. Immerhin eins. Wenn ich es jetzt schaffe, dass Sascha diese Runde nicht angreift, was nichts mit meinem Können zu tun hat, das wäre absolutes Glück, dann könnte ich tatsächlich noch gewinnen. Es muss jetzt diese Runde mit beiden meiner Pokémon überleben. Oder Sascha greift Fleckmon an. Oh, es ist paralysiert. Jawohl. Pantifrost kann Tagedieb? Was ist das denn für eine Verarsche hier? Wo kommt diese Attacke denn her? No. Oh nein, wieso kann der Tagedieb? Was ist das denn für eine random Attacke auf dem? Oh, das hat gerade meine gesamten Träume kaputt gemacht, zum noch zu gewinnen. Ja, es bleibt nichts anderes übrig. Donner, Lichtschild, ab dafür. Wir können noch gewinnen, aber die Chance ist gerade durch diesen Tagedieb sehr krass gesunken. Ansonsten wäre ich halt auf Body Slam gegangen, das hätte Pantifrost rausgenommen. Und Sascha hätte ich dann schön eine mitgegeben. Mit Donner. Plus 1 Donner. Wenn das so viel Schaden an Pantifrost macht, hätte Sascha davon auch so 75-80% bekommen. Ein Volltreffer reicht's aus. Und dann ist da nur noch ein Glurak, was wir aufhalten können. Vor allem im Regen. Vor allem auch mit einem Lichtschild. Ich glaube, mein Gegner überlegt gerade auszuwechseln. Okay. Lichtschild. Hypnose. Und er trifft Hypnose wieder. Oh nein. Ach komm schon, ey. Der hat zwei Hypnosen in einem Kampf getroffen. Und Sascha ist weiter paralysiert. Ich hab Glück, aber gleichzeitig auch Pech des Todes. Das darf nicht wahr sein. Tagedieb hat alles versaut. So eine random Attacke auf einem Pokémon wie Pantifrost. Aber Body Slam ist genauso random auf Fleckmon, also ich gehe davon aus, dass es 2 KP Schaden macht. What? Okay. Das wird nicht mehr so viel Schaden machen wegen Lichtschild. Aber wir werden diese Runde garantiert schlafen. Oh, Knirscher kommt durch. Ah, shit. Wir hatten übelstes Glück mit den Paralysen, aber gleichzeitig auch übelstes Pech. Hypnose zweimal erwischt, Schlafbruder erwischt. Hatte mit dieser komische Pantifrost noch Tagedieb. Also Pantifrost mit Tagedieb und Hypnose ist eine absolute Frechheit gewesen. Dass der Kampf auch 17 Minuten ging, das ist schon beeindruckend, für welche Pokémon ich hatte, ey. Das Fleckmon noch als letztes überlebt, ist auch sehr witzig. Alles paralysiert haben die beiden hier, aber leider hat das nicht ausgereicht. Oh nein! Komm schon, Fleckmon, jetzt hättest du den auch mitnehmen können zumindest. Ah, jetzt noch. Ah, schade. War trotzdem witzig, GG, well played. Das wäre definitiv winnable gewesen, 100%. Der Tagedieb hat es uns versaut. Ohne den Tagedieb gäbe es keine Hypnose. Hypnose-Tagedieb. So ein random-ass-Team. Aber gut gemacht, gut gespielt. GG, well played. Pantifrost hat mit 2 KP überlebt. Okay. Das ist ärgerlich. Den Donner, ey. Ganz knapp. Wir machen jetzt noch 2 Dina-Raids, weil ich es versprochen habe.
Überlege nur, wahrscheinlich dann außerhalb des DLCs, richtig? Ich bin absolut überfordert mit dieser Steuerung hier. So. Mein Murat, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Gehen wir mal hier. Jetzt weiß ich, warum du Schwert und Schild nicht magst. Es ist ehrlich gesagt nur die Diener-Maximierung. Hat auch Spaß gemacht. Also ich glaube, die guten Raids waren lila, ne? Boah, ist das langsam. Kannst du die schneller stellen? Ah ja. Heißt einfach ein Spieler Schatzki. Perfekter Name. Na gut, einen Dictory-Raid machen wir ganz sicher nicht. Ah, scheiße. Hier sind überhaupt keine guten Raids. Ich kann mich jetzt schon mal an die Steuerung gewöhnen. Montag geht's weiter mit Schwert. Ohne Poké Center. Aber man kann ja hier quasi auf die Pokémon zurückgreifen. Ne? Also ich werde diese Funktion nutzen mit den PC-Boxen, weil ich nicht ins Pokécenter gehe. Technisch gesehen muss ich sowieso ins Pokécenter, weil ich da, weil der auch der Supermarkt ist. Und den Supermarkt werde ich auf jeden Fall nutzen. Vincent hätte ein lilanes. Ja, kann er es aufmachen, ehrlich gesagt. Ich habe hier nichts. Ich hab nicht ein Lilanes. Ist das eigentlich nicht Standard, dass ein Lilanes kommt irgendwie? Ein Lilanes Raid gibt nur mehr Belohnungen. Ach so. Da hinten habe ich eins. Da kannst du. Brauchst nicht aufwachen. Ah ja, man kann ja nicht runter. Aber Sin und Popo wäre ich da runtergesprungen mit die Reitern. Ach, scheiße. Alles so unfortgeschritten. Da hinten ist das, was ich gemeint habe. So, den machen wir auf jeden Fall. Jetzt nicht in ein Pokémon fahren. Kann man nicht irgendwo hier auch, wie heißt das Pokémon nochmal? Onatoll oder so entwickelt? So, Zilimbrim, das sieht doch gut aus. Jeder, der mitmachen will, darf selbstverständlich mitmachen. 5, 4, 4, 5, 9, 8, 8, 7. Ich werde ein anderes Pokémon dafür nehmen. Einfach nur, weil es passt für Egro. Ich hoffe, da sind gute Attacken drauf. 5, 4, 4, 5, 9, 8, 8, 7. Probier die normalen aus. Es gibt zwischen 5-Sterne-Raids und 5-Sterne-Lila keinen Unterschied. Okay. Dann machen wir gleich ein rotes noch. Ich kann ja die Raids wieder so machen. Einfach mal Zigarre für Pokémon Z. Weiß nicht, so, ob das so gut gegen Zilimbrim ist, aber ich glaube, das ist noch schlechter gegen Zilimbrim. Weiß tatsächlich nicht, ob was das für Egro kann. Also ob es gut wäre. Ah, Dark Lariat wird schon carry. Im Zweifel hätte ich nicht wirklich was Besseres. Phantoros vielleicht noch. Ah, bleiben wir bei für Egro, ist witzig. Gibt es denn überhaupt Leute, die noch mitmachen wollen? Weil ich habe das jetzt komplett direkt am Anfang vergessen. Der Stream ist schon relativ lang. Also wenn wir keine volle Lobby bekommen, mache ich nicht noch ein Raid. Das lohnt sich dann logischerweise nicht. Ich habe es einfach komplett vergessen. Ich wäre als erstes Diener-Raids im Titel gehabt.
meinte damit natürlich das Abenteuer. Wir finden den Raid nicht. Ah, wieder Probleme, über Probleme. Ihr müsst, glaube ich, die Sticker aktualisieren, oder? Ihr müsst X spammen, während ihr in dem Menü seid. Warte mal, Wupa, dann gehe ich raus. Dann mache ich das nochmal neu. Ich mache das gleiche Passwort. 5445 9887. So, Mitspieler suchen. Wupa findet mich, dann muss ja irgendwas funktionieren. Wenn seine Switch mich findet, dann muss eigentlich alles richtig laufen. Ja, sehr gut. Was macht ihr denn alle Wunderschönes am Wochenende? Jetzt die letzten 5-6 Minuten hier im Chat verbringen. Oder besser gefragt, ist denn überhaupt jemand noch im Chat, der mitmachen will? Weil ansonsten würde ich starten. Sparen wir uns das die Wartezeit. Ist immer noch diese verbogene Switch von Wupa? Yes. Leichtathletik und Sonntag Gym. Spaß bei der Familie. Bett liegen und gesund werden. Gute Besserung. Ich sehe da niemanden im Chat, der mitmachen will. Dann starten wir. Dann machen wir auch nur einen Raid. Wenn der Raid nicht voll wird, dann lohnt sich das nicht. Ja, wie gesagt, ist mein Fehler gewesen. Ich habe zu spät darauf geachtet. Ich habe nichts Großartiges vor dieses Wochenende. Weit nach Haushalt. Muss ich leider auch machen. Wahrscheinlich mache ich das Samstag aufnehmen. Also, ich kann euch nicht versprechen, dass also morgen Abend ein Stream kommt, aber wenn, dann Budokai 2 Dragon Ball. Ja, also nichts Pokémon, einfach nur zu Ehren zu Akira Toriyama. Bimit, dankeschön für dein Abo. Würdest morgen dann Dragon Ball Budokai 2 geben. Gesamtes Spiel in einem Stream. Das ist nicht lang, das Spiel. Das ist wirklich nicht lang. Ich kann mir vorstellen, 3-4 Stunden, dann ist das durch. Außer ich stelle mich richtig kackern, dann wären es eher 5. Aber das wäre für einen Samstag in Ordnung, denke ich, wenn ich so um 19 oder 20 Uhr starte. Genau, und Sonntag gibt es dann abends den Community-Abend. Irgendwie hier gab es ja noch so Schilde, ne? Vergessen. Welches Raid-System findet ihr eigentlich besser? Das von Schwert und Schild oder das von Kamezin und Purpur? Morgen schön das Birkenfoto-Ding fertig bauen. Was? Geburtstag feiert. 94. Holy moly. Was ein stolzes Alter. Krass. Das ist einfach so eine, also wenn man drüber nachdenkt, dass jemand 94 ist oder irgendwo so alt wird. Super beeindruckend. Super beeindruckend. So viel im Leben schon gesehen, gehört, gemacht, getan. Also, boah. Sowas von Gen 8, Kapu, Kabesin und Purpur, besser, da geht man nicht kaputt, wenn NPCs down gehen. Ja, okay, verstehe ich. Aber, na gut. Frage ist halt, wie häufig macht man Raids mit NPCs? Ist ja relativ schnell, dass man drei andere Leute findet. Super übertreibt direkt mit Giga Dynamax, Man Metal. Ah, nee, ist nicht Giga Dynamax, normales Man Metal.
Mit Schwert und Schild funktionieren die Raids wenigstens. Meine, mittlerweile funktionieren sie an Kamezin und Popo auch halbwegs. Ich finde das mit den Schilden tatsächlich relativ interessant. Was ich nicht so geil finde, sind auch die NPCs in Schwert und Schild. Das muss ich auch so sagen. Also, wenn man das Pech hat, mit NPCs zu spielen, dann ist wirklich Schwert und Schild schlechter. Also, ich bin absolut kein Freund davon, wie das hier gelöst wurde. Indem man, also man hat halt quasi hingegangen, hat gesagt, die NPCs sind einfach super schlecht. Also, die machen halt wirklich nichts. Teilweise nehmen die Pokémon mit, die überhaupt keinen Sinn für den Raid ergeben. Das ist auch in Kamezin und Popo, aber ich habe das Gefühl, dass es da weniger schlimm ist als hier. Das ist absolute Katastrophe. Ich finde das überhaupt nicht geil, wenn ich da plötzlich stehe und da hat jemand, weiß ich nicht, gegen den Silenbrim nimmt er dann auf einmal ein Pandagro oder so mit. Wird direkt verloren. Absolut unnötig. Schade, dass jetzt eins das Pipi draufgegangen ist, weil das hätte den letzten Schild kaputt machen können. Wobei das ein NPC gewesen, ne? Es ist besser, wenn man mit einem ganzen Team in Schwert- und Schild-Raids machen könnte. Du meinst so wie der Kampf gegen Terrapagos? Das hätte was, ja. Wenn man quasi Raids machen kann wie im Kampf gegen Terrapagos. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es cool kommt. Und man ist dann halt nicht an andere Leute gebunden oder NPCs. Wieso ist eigentlich mein Fuego am schnellsten hier? Gut, Melmetal ist super langsam. Lapras auch. Oh, Lapras geht noch. Pipi ist Pipi. Inzwischen allerdings dement und bekommt Tabletten gegen ihren Alterswahn. Ja, gut. Wenn so alt ist, dann die Wahrscheinlichkeit für solche Krankheiten leider da. Weil sie relativ hoch. Und trotzdem war sehr, sehr beeindruckend, so alt zu werden. Schweren Raids sind nicht dafür gedacht, mit NPCs zu machen. Das stimmt, ja. Es ist ja eigentlich sowieso gedacht, dass du das alles mit Freunden oder Bekannten oder so machst. Du kannst ja Mitspieler suchen aus der gesamten Welt. Das Problem ist, diese Funktion funktioniert nur so gut, bis das neue Spiel rauskommt und dann alle Leute von diesem Spiel wegwandern. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich Spieler finden würde. Und das hat ja eigentlich schon ziemlich gut Rangkämpfe gezeigt, als ich das letzte Mal Pokémon Schwert gespielt habe. Da, ob ich da noch Leute finden würde. Das heißt, diese Funktion wird dann irgendwann ersetzt mit NPCs. Und wenn die NPCs dann kacke sind, hast du das ganze Raid-System kaputt gemacht. Also, solange Schwert und Schild das neueste Spiel war, funktioniert es halt, aber danach nicht mehr. Wir fangen es mal, einfach als Erinnerung. Dann war es das für heute. Die Animation ist auch so übertrieben. Ein Raid geht noch. Nee. Die Lobby ist nicht voll gewesen, deswegen nicht. Wäre die Lobby voll gewesen, hätte ich noch ein Raid gemacht. Das meine ich halt. Also wir werden am Montag Pokémon Schwert ohne Pokémon Center durchspielen oder es versuchen. Ich werde die Regeln dann im Stream bekannt geben. Und hier hätte ich halt Sonderbonbon und EP-Bonbons bekommen. Und die kann ich dann nutzen, um hochzuleveln. Und entsprechend dann dahingehend was zu machen. Wir müssen dann über die Regeln abstimmen. Ich werde die, glaube ich, auf Discord am Sonntag posten. Und falls ihr dann bessere Vorschläge habt, beziehungsweise wie es dann noch schwieriger wird, beziehungsweise besser wird, dann gerne her damit. Aber ich denke, ich werde die Pokémon-Box verwenden. Das macht für mich Sinn. Weil sie einfach nicht im Pokémon Center ist und ich einfach so drauf zugreifen kann. Aber dann am Sonntag bzw. Montag mehr dazu. Ich werde das Spiel jetzt speichern. Selbstverständlich zur Endcard wechseln. Und mich fürs Zuschauen bedanken. Das war ein witziger Stream tatsächlich. Die Dina Raids oder das Dina Abenteuer macht immer wieder Spaß. Schwert und Schild ist kein schlechtes Spiel, muss man einfach so sagen. Ich würde dann sagen, ich wünsche euch einen verdammt schönen Freitagabend noch und selbstverständlich ein verdammt schönes Wochenende. Was auch immer ihr vorhabt. Für Kiossi natürlich eine gute Besserung, weil ich bin raus.
Peace out.